So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich heute am Dienstag, den 24. Juli 2018, zum Live-Trading der Markteröffnung, in dem Fall dann im DAX, den wir uns fokussieren wollen. Und ja, ich freue mich heute wieder hier sein zu dürfen und ich bin sehr gespannt, was der Markt hergibt. Ich muss allerdings, ja, wahrscheinlich, ich muss schon mal ein bisschen so vorweggreifen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das aktuelle Marktumfeld sich so gut eignet für den Handelsansatz, den wir ja auch schon en Detail in der jüngeren Vergangenheit hier jetzt besprochen haben. Und muss sagen, ich bin so ein bisschen zurückhaltend aktuell. Breakout-Trading in diesem niedrig volatilen, dünnen Marktumfeld ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Und ich sehe das auch anhand der Performance. Das ist relativ einfach. Wie kann man feststellen, ob ein Handelsansatz mit dem Markt gut korrespondiert oder nicht? Das sieht man meistens an der Kapitalkurve. Ja? Und wenn die dann aktuell sich in einem Drawdown befindet, ich meine, das kommt noch erschwerend hinzu. Strategien funktionieren ja nicht per se immer. Aber wenn man sich dann in einem Kapitalrücksetzer befindet und die Kapitalkurve erstmal nur von links oben nach rechts unten läuft und die einzige Möglichkeit, diese Abwärtsspirale einzudämmen, darin besteht eben die Positionsgröße entsprechend adäquat zu managen, weiterhin etwas zu tun, was wir im Bereich Trading-Psychologie in dieser Serie hier schon mal eingeführt hatten, etwas zu tun, was man als Induzieren von rationalem Denken bezeichnet beispielsweise. Das heißt also anhand ganz klarer Zahlen mal zu schauen, was passiert hier eigentlich gerade? Ist das so, wie es ist, zu erwarten? Dann, ja, dann ist es schwierig, sagen wir es mal so. Und ich muss auch gleich mal schauen. Ich hatte im Zusammenhang, also das ist jetzt natürlich die Handelsstrategie für den DAX, die wir nochmal durchgehen wollen, en Detail, dann heute. Aber wir müssen gleich mal schauen, ob wir überhaupt die Möglichkeit zu einem Setup bekommen. Ich hatte das jetzt schon mal auch angedeutet gehabt, nämlich neben der Tatsache, dass ich mich dabei überhaupt gar nicht so wohl fühle. Übrigens, ganz kurz, bevor ich jetzt hier Sorgen schüre, dass das ein Live-Trading wird, für was man sich angemeldet hat, und es gibt kein Live-Trading, braucht euch keine Sorgen zu machen. Es gibt natürlich bereits jetzt einen Trade nach der Basisstrategie, die ich hier so oder so unabhängig von den Marktbedingungen jeden Tag umsetze. Das heißt, ein DAX-Trade läuft auf jeden Fall und im Laufe der kommenden Stunde dürfte mindestens noch eine Order für einen zweiten Trade im Devisenbereich dazukommen. Also dahingehend wird es auf jeden Fall einen Trade geben, aber basierend auf der Strategie, die wir hier planen umzusetzen, bin ich dann doch sehr, sehr reserviert. Und ich werde auch gleich zeigen, warum, wieso, weshalb. Vorab erstmal ganz wichtig der Risikohinweis, und zwar der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Und bevor eben hier sich jemand entscheidet, mit dem Live-Trading zu starten, sollte man seine finanziellen Umstände, seine Risikoneigung, Erfahrungsstand und auch die Handelsziele sorgfältig prüfen. Alle hier vorgestellten Setups oder Gedanken grundsätzlich stellen natürlich erstmal keine Aufforderung zum Handeln dar. Ja, und also nicht nur erstmal, sondern auch zweitmal, wenn man so möchte. Das, was hier präsentiert wird, das sollte man, um sich damit vertraut zu machen, auch erst einmal im Demo-Modus für sich testen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. Den Ablaufplan, den werde ich gleich noch präsentieren, wie man davon optimal profitieren kann. Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr reserviert ist im Zusammenhang mit dem einfachen Kopieren von Handelsansätzen, weil erfahrungsgemäß das eigentlich nicht funktioniert. Und wir werden tatsächlich hier im Laufe der kommenden 2 Stunden, und das ist der Vorteil, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt und das will ich auch heute noch mal ein bisschen detaillierter dann ausarbeiten. Das ist der Vorteil an so einer Verlustserie. Man hat eine super gute Möglichkeit, damit mal zu arbeiten, zu zeigen, wie kann man eigentlich mit Verlustserien umgehen. Ich weiß, das ist nicht besonders populär, sondern man findet das in dieser Branche nicht allzu häufig tatsächlich, dass Trader hier auch ihre Verlusttrades präsentieren, beziehungsweise erst recht nicht zeigen, wie sie damit dann umgehen. Aber das ist genau da der Moment und das ist das, was sich über die Jahre auch bei mir sehr deutlich gezeigt hat oder meiner Erfahrung nach sehr, sehr deutlich dann auch gezeigt hat. Das ist da, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, weil das Umgehen mit Verlusten ist essentiell, um langfristig mit seinem Trading Erfolg zu haben. Und ich will heute mal so ein paar Ansätze präsentieren, wie so etwas ausschauen kann. Und das ist deswegen eventuell gar nicht mal so schlecht an dieser Stelle, dass eben derzeit die Kapitalkurve sich nicht so darstellt, wie wir sie gerne hätten. Ich bin übrigens weiterhin aber dennoch ganz fest davon überzeugt, dass wir über kurz oder lang dort einen Turnaround zu sehen bekommen. Weil man möchte schon was sagen, der Hauptgrund für die negative Performance in der aktuellen Darstellung, die resultiert aus dem Euro-Yen. Und die Strategie, die läuft so
schlecht. Ja, das muss man wirklich schon sagen. Also aktuell wirklich läuft die unter so schlechten Parametern, möchte ich schon sagen. Also unter dem, was eigentlich sein sollte aus erwartungswerttechnischer Sicht, dass da früher oder später es schon zu einer klassischen Mean Reversion kommt. Ob das jetzt reicht, uns dann wieder zurück über Wasser zu befördern, das wird man sicherlich abwarten müssen. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall einmal so, dass es da nicht mehr viel besonders schlechter werden kann. Ja, das hört sich jetzt erstmal sehr dramatisch an, aber auch das zum Beispiel, so eine Einschätzung zu geben, das bedarf natürlich einer ganz klaren Dokumentation auch und zeigt dann, wie wichtig es ist, eine solide Handelsstrategie formuliert zu haben, von der man genau weiß, was man erwarten darf und ausgehend hiervon sich dann entsprechend dem Markt nähert. So, das ganz kurz hier zu mir. Wir wollen aber nicht darauf eingehen, wer, was ich bin und wo ich herkomme und wohin ich gehe und dergleichen. Wir wollen uns später mit den Strategieparametern der Strategie beschäftigen. Die werde ich jetzt noch gar nicht vollführen. Diese Slide, sondern wir sehen jetzt aktuell an dieser Stelle die Open Range, die innerhalb dieser 5-Minuten-Kerze jetzt hier gerade zum Opening dann doch breit genug ausgefallen ist. 5,89 zu 6,22, dass wir tatsächlich ein Trading Setup formulieren könnten. Wir wären auch gerade eben hier schon long getriggert worden. Bin froh, dass ich jetzt zu lange geredet habe, ehrlich gesagt, weil wir sehen mich an dieser Stelle schon, dass nach einem kurzen Spike ein kleiner Piekser über das Hoch hier offensichtlich jetzt der Markt gerade sich nochmal in Richtung der Tiefs orientiert. Also, ich will das an der Stelle tatsächlich, ja, cool. Ich sehe gerade, das ist auf den ersten Blick tatsächlich so. Auf den zweiten fällt aber auf, dass wir tatsächlich gar keinen Fill gekriegt hätten. Und wir würden auch jetzt keinen Fill kriegen, wenn wir neue Tagestiefs machen. Ich will das auch gleich erklären, woran das liegt tatsächlich. Und das ist Paradebeispiel in der Tat dafür, wie sich die aktuellen Marktbedingungen aktuell einfach präsentieren. Nämlich alles andere als optimal für solche Breakout-Ansätze. Also, wir machen Folgendes. Und zwar, ich schreibe das mal ganz kurz auf. So, also DAX Open Range. Wir machen das an einem praktischen Beispiel. Ich werde aber, wie gesagt, die Slide gleich einfach nochmal durchgehen. Achso, Verzeihung, hier müssen wir erstmal anfangen. Und zwar schauen wir uns das Hoch und das Tief an im Zeitintervall zwischen 8 Uhr und 9:05 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also das heißt unserer Zeitzone. Und das erkennen wir dann beginnend hier mit dieser Kerze, das ist die 8 Uhr Kerze. Ja. Da ist das Tief, das ist die untere rotfarbene Linie, das ist das Hoch. Diesen Breakout-Indikator habe ich entsprechend schon so eingestellt, dass er genau dieses Hoch und das Tief kennzeichnet. Und dann sind wir bei 5,89 zu hier 5, nee, 6 ist es. 6,22, 5, also 6,23. So, das sind also 34 Punkte. In der Tat hat diese Kerze jetzt gerade eben hier um 9 Uhr dieser kurze Push auf der Unterseite, ich mache das mal so, dass man das auch erkennen kann. So, dieser Push hier, der hat dafür gesorgt, dass die Range breit genug ist. Was heißt das? Breit genug die Range? Wieso, also braucht man so etwas? Ich brauche es schon. Es ist nicht für alle Handelsansätze notwendig, aber ich benötige es schon. Ich bezeichne das mal als Volatilitätsfilter. Diesen Volatilitätsfilter, der ist übrigens nicht in dem Basissetup zu finden. Da sieht man schon zum Beispiel, dass es wichtig ist, dann auch eine entsprechende Anpassung seinerseits eben tatsächlich vorzunehmen. Volatilitätsfilter bedeutet an dieser Stelle, dass ich eine Open Range benötige, die 0,2% mindestens, 0,2% vom Indexstand beträgt. So, was heißt das? Das bedeutet etwas anders formuliert, dass ich mir anschaue, wo der DAX aktuell notiert. Wir sehen an dieser Stelle hier, dass der DAX handelt jetzt bei 12.600 Punkten rund gesprochen. Bevor ich weiterspreche übrigens, ein Setup zum Beispiel, für die Long-Seite wäre ich zum Beispiel noch gerade so zu haben gewesen, für die Short-Seite in der Tat gar nicht mehr. Ich will das auch ganz kurz erklären. Also das heißt, gleich würde zwar hier das Setup auf der Short-Seite getriggert, nichtsdestotrotz würde ich dieses Setup auf der Short-Seite mehr als ungern traden, weil ich nicht glaube, dass das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv ist. Das ist noch ein zusätzlicher Grund dafür. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel springe und zu viel Informationen gleich hier mit preisgebe. Die Sache ist die, wenn wir jetzt hier unterhalb dieser blaufarbenen Linie, das ist ein Trendfilter, dann wieder, das ist nicht der Volatilitätsfilter, sondern der Trendfilter, wenn wir unterhalb dieser blauen Linie traden und unterhalb auch dieser mit dieser
5-Minuten-Kerze schließen, was jetzt hier gerade stattgefunden hat, dann werden wir nur Short-Setups eingehen. Jetzt passiert aber etwas ganz Interessantes. Das sind 5-Minuten-Chart. Wenn wir auf die Stunde gehen, dann erkennen wir, dass der Markt aktuell erstmal eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs etabliert hat. Die könnte man jetzt aber tatsächlich fast ausblenden, weil wir mit einem Trendfilter arbeiten, 50er EMA auf 5-Minuten-Basis. Das heißt also, das sollte dann an dieser Stelle keine Rolle spielen. Ergänzend kommt aber noch etwas anderes hinzu, nämlich, dass ich in diesem Bereich hier, also wenn man den Chart jetzt mal ein bisschen auszoomt, in diesem Bereich hier um 12.670 Punkte ungefähr, also 560 bis 570 Punkte, in diesem Bereich sehe ich in der Tat einen potenziellen Long-Trigger, gegen den ich mich long positionieren würde, was natürlich bei einem Breakout jetzt auf der Unterseite impliziert, dass ich nach unten maximal eine Chance von 20, 25, vielleicht ganz optimal gesprochen 30 Punkten sehe. Was natürlich CRV-technisch bei einer Range-Breite wiederum von 34 Punkten absolut unattraktiv zu handeln ist. Das bedeutet also etwas anders formuliert, ich habe eine Trefferquote, die ich wiederum kenne, von 42% ungefähr. Dafür brauche ich ein CRV, was definitiv größer 1 ist. Also das heißt eher in dem Bereich 1,4 zu 1, 1,5 zu 1 mindestens geht. Und da das nicht gegeben ist, sondern an der Stelle ich tatsächlich mit einer Chance auf der Unterseite arbeite, auch wenn ich das jetzt an der Stelle natürlich, das ist immer genau das Problem, ich sage ja im Grunde genommen vorher, wie weit kann der Markt jetzt auf der Unterseite laufen? Das Vorhersagen von Kursbewegungen, da bin ich einer der größten Verfechter, ist nicht möglich. Aber jetzt ist es eben in diesem Zusammenhang dann so, dass ich dem Markt mehr Potenzial auf der Unterseite nicht zugestehe. Zum einen durch eben die markttechnische Gegebenheit, die ich hier identifiziert habe, aber zum Beispiel auch durch die Gegebenheit, dass die Volatilität sich relativ niedrig darstellt. Auch hier, wenn wir jetzt die Open Range von 34 Punkten haben, ist das immer noch eine Range-Breite, die eigentlich darauf hindeutet, dass der Markt relativ volatil sich präsentiert. Das heißt also, du hast auch nicht wirklich was ein sogenanntes Risk-Off induziert, also oder impliziert. Das sprich, du hast nicht wirklich gerade das Gefühl, wenn du auf den Markt schaust, dass da starke Abwärtsdynamik aufgenommen werden kann. Klar, jeder Trump-Tweet so rum ist in der Lage, da sicherlich kurzzeitig richtig scharfe Wohler auch auf den Weg zu bringen und dergleichen. Das steht außer Frage. Aber so ein Trump-Tweet müsste auch erstmal tatsächlich dann kommen. Und das ist aktuell einfach, man spürt einfach ganz klar, das Marktumfeld ist keineswegs wirklich für Shorts eigentlich super attraktiv. Also gestern gab es mal, gestern früh war ich zum Beispiel auf der Short-Seite unterwegs und du merkst dann relativ zügig, wenn der Trade eben nicht so anspringt, wie er es sollte. Wir haben einen kurzen Test nochmal der Tiefs gesehen, der Region um die Tiefs, das war gestern hier, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, das war gleich in der ersten Kerze. Eine kurze Attacke nochmal auf den 12.500er Bereich, aber es kam keine Attacke dann auf die Tiefs, die wir am Freitag hier markiert haben. Um 470 war es ungefähr. Und als der Markt dann angefangen hat, sich hier zu stabilisieren und am Nachmittag nochmal ein Versuch gestartet wurde, aber auch da ein Fehlschlag war, also keine ernsthafte Attacke erfolgt ist, da hast du einfach gemerkt, okay, da kommt auch jetzt nicht richtig Nervosität auf, die in der Lage ist, in irgendeiner Form dort stärkere Abwärtsdynamik zu initiieren. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Und das ist mit einer der Gründe, weswegen ich hier diesbezüglich für Short-Engagement sehr, sehr, sehr reserviert bin. Also, wie gesagt, die Long-Seite generell, das Marktumfeld ist für Breakout-Ansätze alles andere als optimal. Die Long-Seite, da wäre ich noch für bereit, weil sie sich gut einpasst. Und das übergeordnete Bild, so wie wir es hier sich vorfinden sehen, steigende Hochs, steigende Tiefs. Und ich glaube, wir haben nach der gestrigen Vorstellung und auch der Verteidigung der 480, 470, 500er Region auf der Unterseite nochmal vielleicht eine gute Chance da, auf der Oberseite eine Attacke zu starten. Es könnte passieren, muss man sicherlich abwarten. Und es wäre auch übrigens im Sinne dieser anderen Strategie, die wir hier traden. Wir sehen, der DAX sind wir aktuell sowieso long aus dieser Strategie, auch wenn die gerade noch ein bisschen sich natürlich positiv entwickeln sollen, wir liegen 13 Punkte hinten, was jetzt auch nicht die Welt ist, ehrlich gesagt. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall einmal, dass, wenn ich die Seite jetzt aktuell wählen müsste, ich definitiv die Long-Seite ausgehend von den Marktbedingungen favorisieren würde. Die Short-Seite tatsächlich aus diversen Gründen gar nicht eine Rolle spielt. Und demnach ist es dann eben so, das hat sich aber jetzt auch gerade schon wieder erledigt, weil wir nämlich offensichtlich dann doch keine ernsthafte Attacke starten. Und selbst wenn wir die Attacke starten sollten, also das heißt, wir handeln jetzt offensichtlich, wenn auch nur marginal, aber unterhalb der blaufarbenen Linie. Das heißt, klassisch wäre das Setup jetzt ein Short-Setup. Wir sparen es an dieser Stelle aus. Wir setzen das Short-Setup nicht ein, wie gesagt, weil Short aktuell keine sehr attraktive Chance vor dem Hintergrund des einzugehenden Risikos eben verspricht. So, das also ganz kurz jetzt hierzu, zu dem, was wir gerade zu sehen bekommen. Eventuell drehen wir nochmal auf der Oberseite, aber auch da, wie gesagt,
Long. Ich finde, das zeigt auch das Marktumfeld jetzt schon bereits, wenn man sich diese Kerzen im Körper anschaut. Auch dieses rabiate ist es nicht, aber dieses kurzzeitige Springen von mehreren Punkten, das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt sehr, sehr dünn ist, eben tatsächlich. Dass das Marktumfeld einen sehr erratischen Charakter hat oder beziehungsweise einen sehr, sehr, sehr zufällig anmutenden Charakter. Und das ist eigentlich nicht unbedingt das Marktumfeld, in dem du dich da gerne positionieren möchtest. Also da fehlt es dann auch an der Nachhaltigkeit von Breakouts, aus Ranges eben entsprechend, die dann in der Lage sind, eine entsprechende Trendstruktur über die folgenden Stunden zu etablieren. So, also das ganz kurz in diesem Zusammenhang. Wir bleiben also hier aus der Perspektive, aus der Warte ganz entspannt aktuell. Wie gesagt, wir haben einen Trade. Ich werde den auch gleich noch thematisieren. Wir werden hier in die Tiefe gehen mit den verschiedenen Handelsansätzen. Wir werden eine aktuelle Analyse dessen machen, wie ist das Trading bis jetzt gelaufen. Wir werden später auch noch ein Setup sehen, was hier, das habe ich jetzt zum Beispiel, kann ich auch schon vorwegnehmen, wird plötzlich einploppen, ja, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Das hat damit zu tun, weil ich das noch auf einem parallelen Rechner laufen habe, auf einem VPS, wo dann über einen EA dann entsprechend die Order in den Markt gegeben wird. Und so wird dann hier gleich noch eine offene Order auf der Unterseite im Euro-Yen dann entsprechend auftreten oder aufploppen. Aber bis dato wollen wir erstmal uns jetzt auf reine Technik konzentrieren und wollen mal so ein bisschen auch noch in die Tiefe der Handelsstrategie etc. So, Volatilitätsfilter. Was ist der Volatilitätsfilter an dieser Stelle? Der Mindest Range in oder ja die Mindest Range Breite. Ich schreibe das auch mal da vorne. Range Breite min 0,2% vom Indexstand. Das bedeutet also etwas detaillierter. Wir rechnen an dieser Stelle die 12.600. Und multiplizieren die mit 0,2% beziehungsweise 0,02 und erhalten so dann ungefähr 25 Punkte. Also wir rechnen einfach 12.600 mal 0,002, landen wir bei 25,2 Punkte. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts weiter, als dass wir eine Range benötigen, eine Open Range, die mindestens 25,2 Punkte umfasst. Alles, was kleiner ist, fällt aus diesem Raster dann folglich raus. Jetzt macht es plötzlich Sinn, was ich damit gerade meinte, als ich sagte, diese 9-Uhr-Kerze hier war in der Lage, durch diesen kleinen, also durch diese etwas längere Lunte dann auf der Unterseite die Range breit genug zu ziehen. Bis dato lag das Tagestief da, bei 12.500 und ja, 98,5 ungefähr. Wenn wir die 98 nehmen, also 9 Punkte kleiner, dann sehen wir, oder 29,5 sogar, dann sehen wir, dass die Range an dieser Stelle folglich nur 24,5 Punkte betragen würde. Das ist zwar knapp dran an den 0,2%, aber eben nicht ausreichend. Und dadurch wäre aus diesem Volatilitätsfilter alleine das Setup schon hinten runtergefallen. So, das ist also der Volatilitätsfilter. Den muss ich eigentlich in Klammern setzen, weil er taucht jetzt nur an dieser Stelle hier auf. Er taucht nicht in meinen Ausführungen in der PowerPoint tatsächlich auf. Er taucht nur hier an dieser Stelle auf. Das ist nochmal ein zusätzlicher Filter, den ich auch entsprechend mit nutze, um eben in niedrig volatilen Marktumfelden mich nicht mit einem Ansatz, der eine bestimmte, ich nenne sie mal Grundvolatilität benötigt, ein bestimmtes Grundrauschen in entsprechenden Trades eben wiederzufinden. Der zweite Filter ist jener. Das ist der, der in Punkt 2 gleich in der Folie thematisiert wird. Zweiter Filter ist jener, diese blaufarbene Linie eben hier thematisiert. Das ist der sogenannte Trendfilter. Das will ich jetzt aber nicht aufschreiben, ehrlich gesagt. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen viel. Taucht hier bereits in 1 auf. Wir nehmen den 50er 5-Minuten-EMA und wenn wir drüber handeln, handeln wir long. Wenn wir drunter handeln, handeln wir short. Auch da gibt es jetzt gerade eine Besonderheit. Hier ist nochmal die Handelsspanne. Das sind hier also die ersten zwei. Auch da gibt es jetzt gerade eine interessante Besonderheit. Und zwar, wenn man ganz genau hinschaut, muss man natürlich sehr, sehr genau hinschauen, aber wenn man ganz genau hinguckt, ich guck mal nochmal, ja, dann sieht man, dass man in dieser Kerze hier, da, dass dort der Value dieses EMAs bei 12.615,13 liegt und der Schlusskurs bei 614,77. Also anders formuliert, wir handeln marginal unterhalb dieser blaufarbenen Linie. Ganz, ganz, ganz wenig. Das sind 0,5 Punkte, nicht mehr. Aber das Interessante ist, dass das bedeutet, per Definition, und wenn ich das jetzt über einen EA programmieren würde, über einen Handelsalgorithmus oder einen Computer, der die
Order automatisch in den Markt gibt, so wie das, wie gesagt, bei einem Euro-Yen passieren wird, dann würde der an dieser Stelle hier eine Short-Order in den Markt geben. Er würde sagen, wir handeln nur Breakouts auf der Unterseite, weil wir ja offensichtlich, wenn auch nur 0,5 Punkte, aber wir handeln unterhalb dieser blaufarbenen Linie. Und deswegen wird hier an dieser Stelle kein Long-Trade generiert. Es ist aktuell also tatsächlich so, dass der DAX nach dieser Strategie, die wir jetzt hier gerade formulieren, über diese Trendfilterkomponente, über jene, dadurch, dass wir unterhalb des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis traden, nur Short-Setups eben formulieren. Jetzt wechselt der natürlich dann wieder, denn wir, beziehungsweise wechselte, gesetzt im Fall, dass diese 5-Minuten-Kerze jetzt hier oberhalb der blaufarbenen Linie schließt. Sollte der jetzt wieder erneut darunter schließen, bliebe diese Short Order aktiv. Und zwar so lange, wie wir eben dann unterhalb dieser blaufarbenen Linie eben tatsächlich traden. Und da merkt man auch schon an dieser Stelle, wie wichtig ist es ist, ein ganz klar formuliertes Regelwerk eben tatsächlich zu haben, dem man auch ganz entsprechend genauso folgt, wie man es formuliert hat. Denn besonders diese derzeitigen Marktbedingungen, die ja schon zeigen, dass es das alles andere als optimal ist. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Handelsspanne von 34 Punkten, Pi mal Daumen. Ja. 34 Punkte und wir schaffen es nicht, aus dieser Range auszubrechen. Das ist, wie gesagt, ein Handel, der sich auf 0,3%, ein bisschen mehr vielleicht des aktuellen Indexstands im DAX beschränkt. Und das deutet darauf hin, dass die Marktbedingungen alles andere als optimal sind. Eher choppy seitwärts, rangegebunden erwartet werden sollen, als dass wir eben hier mit einer schön stark, schön trendigen Bewegung eben dann im Laufe der Folgestunden zu rechnen haben. Wir haben im DAX ja gestern zum Beispiel mal, aber auch da, das ist alles andere als optimal. Wir sind dann aufwärts gedriftet in den Abend hinein, aber so eine richtige Dynamik, so eine richtige Aufwärtsdynamik, von der kann man absolut nicht sprechen. Also trendige Bewegungen sind in letzter Zeit wirklich Mangelware. Und das gilt übrigens auch beispielsweise für in dem Fall den Devisenbereich und dann Euro-japanischer Yen, wo aktuell eben die negative Performance eingezahlt wird. Das muss man ganz klar auch so festhalten. Also die Marktbedingungen sind alles andere als optimal. Wir werden gleich übrigens noch kurz darauf eingehen, welche Möglichkeiten bestehen denn, so etwas herauszufiltern. Tatsächlich nicht besonders viele. Und wir werden gleich sehen, was ich damit meine. Der Hinweis kam nämlich letzte Woche im Webinar, dann am Dienstagabend. Da sagte, ich glaube, der Sven war es, der sagte, naja, wie sieht es denn aus? Dann handel doch in diesen Phasen eben im Demo-Modus. Und das ist genau das Problem. Es ist im Grunde genommen eine ähnliche Herangehensweise, wie ich sie dann auch geschildert habe. Die Idee als solche ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll und ist absolut nachvollziehbar. Ich hätte gesagt, meine Herangehensweise ist zum Beispiel jene, dass ich auf meine Kapitalkurve, auf meine Equity-Kurve einen gleitenden Durchschnitt lege, einen relativ eng an diesen liegenden 20er, zum Beispiel ein 20er Simple Moving Average, also einen gleitenden Durchschnitt. Und in dem Moment, wenn die Kapitalkurve diesen gleitenden Durchschnitt eben kreuzt, von oben nach unten, würde ich entweder meine Positionsgröße reduzieren oder aber vielleicht sogar den Handel aussetzen und erst dann wieder einsetzen. Also aussetzen heißt, ich handle es zwar weiter auf dem Demokonto beispielsweise, und erst wenn wir wieder zurückkreuzen, dann würden wir wieder in den Live-Modus eben entsprechend switchen. Das Problem ist nur, dass wir da etwas versuchen, was man so als grobes Austricksen von Statistik bezeichnen könnte. Und das wird nicht funktionieren. Also das langfristig ist es nicht möglich, damit eine wirkliche Outperformance eben tatsächlich zu generieren. Ja. Und ja, daher erübrigt sich das ein bisschen tatsächlich auch schon bereits. Gut, also kommen wir nochmal kurz zurück, wie gesagt, hier zu dem Setup aktuell. Der dritte Schritt ist jetzt, wir handeln den Breakdown aus der Range, der noch nicht erfolgt ist, also kurzzeitig zwar auf der Oberseite, aber wir haben ja ein Short Setup hier an dieser Stelle formuliert, deswegen wurde da kein Trade getriggert. Und das Hoch, das, der Stop, der wurde entsprechend über oder unter dem Hochtief der identifizierten Handelsspanne, wurde eben dann positioniert. Das Take-Profit-Level gibt es zwei Möglichkeiten. Aktuell, ausgehend von den Marktbedingungen ganz klar, arbeiten wir hier mit einem festgelegten Take-Profit-Level. Ja, das heißt, darauf basiert auch zum Beispiel dann das Backtest-Resultat, was ich letzte Woche schon mal vorgestellt habe, nämlich mit einem Verhältnis von 2 zu 1. Zweite Möglichkeit ist, dass wir mit einem Supertrend arbeiten. Dafür brauchen wir aber ein relativ stark trendiges Marktumfeld eben tatsächlich. Und ich habe hier in diesem Zusammenhang natürlich einen Screenshot dort, der das mal aufzeigt, wie sich das so darstellen könnte. Wir sehen also hier die Open Range zwischen 8 und 9:05 Uhr an der Stelle. Wir sehen dort die Handelsspanne, aus der wir nach unten ausbrechen. Wir handeln offensichtlich unterhalb dieser blaufarbenen Linie. Daher ist auch das Short Setup absolut legitim und im Einklang mit eben diesem Regelwerk. Und dann ist es so,
Also hier diese Grünfarbe, Entschuldigung, nicht Grünfarbe, diese schwarzfarbene horizontale Linie, die kennzeichnet im Grunde genommen das Gewinnmitnahmelevel mit einem CAV von 2 zu 1, also der generiert einen Profit. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn der Markt dann wirklich eine stark trendige Bewegung in den Folgestunden etabliert, dass wir hier mit solch einem Trendfolgeansatz, einem Supertrend an dieser Stelle eben offensichtlich in der Lage sind, nochmal einen signifikant höheren Profit zu generieren. Solche Marktbedingungen treten keineswegs häufig auf. Aber wenn sie auftreten, können sie nochmal einen zusätzlichen Performance-Boost eben nach sich ziehen und dann entsprechend die Strategie nochmal ein Stück weit tatsächlich profitabler werden lassen. So, also das in diesem Zusammenhang mit diesem Regelwerk. So, und ja, was soll man groß sagen? Wenn der Markt es nicht zulässt, dann lässt der Markt es nicht zu. Also selbst wenn die Marktbedingungen optimaler wären, würde uns aktuell der DAX offenbar nicht wirklich die Chance geben, sich entsprechend zu positionieren. Lässt uns an der Stelle mehr Zeit, dass wir uns eben mit diesen Gegebenheiten nochmal auseinandersetzen, die ich letzte Woche schon mal bereits angerissen habe und wo ich jetzt mal ein paar Ideen formulieren möchte, wie man eben mit den bisher erworbenen Kenntnissen, nicht nur zur Strategie, sondern auch ganz eventuell sogar ganz besonders zur Trading-Psychologie, dann hier noch einmal gut arbeiten kann. Also das heißt, wie wir das dann auch in der Praxis eben entsprechend anwenden wollen. Und dazu habe ich hier bereits einmal, ich sehe gerade übrigens, so, das ist die Webseite für das Buch von mir, wo wir gleich über den Monte Carlo Simulator noch arbeiten wollen. Also kann man vielleicht bei sich schon mal aufmachen, trader-dasbuch.de, und da oben gibt es die Monte Carlo Simulation. Und mit denen wollen wir gleich auch noch mal arbeiten. Und das dann gleich mal in der Praxis zeigen. Also es sind nur ein paar bunte Linien, die man sich hier einzeichnen kann und die sich ein bisschen bewegen, wenn ich da draufklicke. Sondern damit kann man wirklich auch für sein Trading einen unglaublichen Mehrwert generieren. Aber das würde jetzt zu schnell gehen. Wir wollen zunächst einmal uns die derzeitige Performance hier betrachten, die, wie gesagt, alles andere als optimal ausschaut. Das letzte Mal übrigens, als wir uns hier getroffen haben, das war dort am 26.06., wenn ich mich richtig entsinne. Das ist jetzt nahezu fast einen Monat her. Und es ist so gewesen, da waren wir das letzte Mal tatsächlich über Wasser. Und seitdem sehen wir nur noch einen ziemlichen Drop auf der Unterseite. Das ist alles andere als optimal. Aber in der Tat, wie wir gleich zum Beispiel mit der Kanalsimulation sehen werden, ist das normal dahingehend, dass solche Verlustserien auftreten. Und wir haben auch, also beziehungsweise ich sage es jetzt an der Stelle, weil ich ja derjenige bin, der das Konto tradet, ich habe auch relativ wenig Möglichkeiten, dort derzeit etwas gegen zu tun, weil die negative Performance resultiert eben aus dem, so wie sich der euro-japanische Yen darstellt, in seiner aktuellen Performance. Und dazu kann ich gleich auch übrigens ein Beispiel zeigen. Das war dann am vergangenen Mittwoch in der Tat. Wenn man da kein Glück hat, dann kommt meistens auch noch Pech dazu. Ja, da ist dann tatsächlich der Tag gewesen, wo wir fast den Take-Profit erreicht hatten um 10 Pips. Das ist ein Make-or-Break-Ansatz. Nur um dann anschließend zu drehen und wieder, das war im Zuge dieser scharfen Gegenbewegung beim Euro, die wir da mal an einem Handelstag gesehen haben, um dann wieder in Richtung des Ausbruchniveaus zurückzulaufen, sogar dann mit einem kleinen Verlust für den Handelstag ausgestoppt zu werden. Das war alles andere als optimal, ehrlich gesagt. Und nichtsdestotrotz, du hast an dieser Stelle keine andere Möglichkeit, als einfach weiter zu handeln, ja, und eben dir immer wieder ins Gewissen zu rufen oder ins Gedächtnis zu rufen, dass du aktuell nichts daran ändern kannst, die Marktbedingungen einfach gegeben sind, wie sie gegeben sind. Und eben an dieser Stelle diesen Handelsansatz trotz dieses aktuell sehr ungünstigen Laufes einfach fortfahren solltest, fortführen solltest. Wie gesagt, zurück zu der Kapitalentwicklung. Wir haben oder ich habe aktuell wenig Möglichkeiten, weil was ich sicherlich schaffen könnte, dadurch, dass wir hier zwei Strategien eben fahren, im Verhältnis übrigens, man sieht es nahezu von 50-50, ja, wäre, dass ich eben oder darauf abziele, und diese zwei Ansätze ergänzen einander tatsächlich sehr, sehr gut, dass der eine Ansatz, wenn er nicht besonders gut läuft, durch eine dann moderate bis gute Performance eines anderen Ansatzes kompensiert wird. Also das spricht, eine Abwärtsbewegung eben dadurch dann wieder eingefangen wird, dass eben der andere Ansatz in der Lage ist, durch kleine Gewinne vielleicht, die auflaufen, vielleicht auch mal einen größeren Gewinn, eben eine Abwärtsbewegung eben einzudämmen. Einzige Problem ist aktuell, dass beide Ansätze gerade nicht so sonderlich gut laufen, denn die niedrige Volatilität, die zeigt sich nicht nur im euro-japanischen Yen, die für Breakout-Ansätze ungünstig ist, sondern die niedrige Volatilität zeigt sich auch dann für den DAX, der wiederum der Ansatz, der dort gewählt ist, der eben trendige Intraday-Bewegung benötigt. So, und dann stehst du eben unterm Strich da und kannst an dieser Stelle verhältnismäßig wenig machen. Das sind einfach Marktbedingungen,
Wie kann man das vielleicht ein bisschen bildlicher sprechen? Man stellt sich einfach Folgendes vor: ja, weiß ich nicht, hat vielleicht, passt auch perfekt eigentlich zur Fußball-Weltmeisterschaft oder jetzt vergangenen Fußball-Weltmeisterschaft. Man stellt sich einfach vor, man hat ein Restaurant oder einen Biergarten und hat vielleicht eine ganze Menge darauf ausgelegt, eben dort möglichst optimal um diese Fußball-Weltmeisterschaft herum Business zu generieren. Und das natürlich jetzt in Deutschland besonders mit Fokus auf die Fußballnationalmannschaft. Ich weiß, das ist ganz interessant, vor ja oder zum Tag des WM-Finales, da bin ich mit meiner Familie unterwegs gewesen und wir sind tatsächlich an so einem Biergarten vorbeigefahren und da war dann draußen so ein Anschlag auf dem Weg zum fünften Stern. So, und man hat richtig gesehen, also die haben sich richtig Mühe gegeben. Da war wie so eine kleine Bühne, die aufgebaut war, eine riesengroße Leinwand und dann entsprechend Stühle, die da aufgesetzt waren, und so weiter. Es war auch ein Gastronomiebetrieb. Also das heißt, die verdienen natürlich dann auch in diesen Phasen besonders gut. Ja, und jetzt stellt man sich einfach mal vor, die Fußballnationalmannschaft fliegt in der Vorrunde raus. Wie geschehen? Das ist jetzt ein bisschen blöd gewesen, weil dadurch ist eben dann tatsächlich aus einem eigentlich für deinen Handelsansatz doch günstigen Marktumfeld unterm Strich nichts Gutes geworden. Ergänzte man das vielleicht dadurch, dass es vielleicht sogar regnet, die gesamte Fußballweltmeisterschaft über. Also es kommen immer mal Faktoren von außen hinzu, die dafür sorgen, dass ein eigentlich absolut solides Geschäftskonzept nicht funktioniert, einfach weil die Marktbedingungen nicht entsprechend sind, weil die Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde rausfliegt und oder weil es regnet. Und das ist eben etwas, was sich perfekt und eins zu eins aufs Trading anwenden lässt. Es gibt einfach solche Umfelde. Und diese gilt es dann eben entsprechend, ja, mitzunehmen, beziehungsweise durch eben eine mentale Stabilität entsprechend zu akzeptieren und in Anführungsstrichen, so sagen wir es mal, das Beste daraus zu machen. Was natürlich jetzt an der Geschichte noch ein bisschen dramatischer fällt, ist natürlich die Tatsache, dass ich die zwei Strategien auch insofern, naja, nicht insofern, sondern grundsätzlich verhältnismäßig aggressiv trade, also beide mit einem Risiko von bis zu 1%. Da keine Strategie irgendwie anders gewichte oder sonst dergleichen, sondern eben an dieser Stelle beide mit jeweils 0,9 bis 1% Risiko eben tatsächlich fahre. Und sobald du dich dann in der Negativspirale wiederfindest, naja, ist dann entsprechend auch die Performance auf der Unterseite gegeben, also Negativ-Performance. Genauso wäre es aber natürlich, wenn die Marktbedingungen günstig sind für uns, denn dann siehst du natürlich auch entsprechend die positive Entwicklung auf der Oberseite. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn auf jeden Fall. Das sieht alles andere als gut aus. Ich kann bereits auf der ersten Seite, kann ich hier eine Erkenntnis ziehen, die zeigt, dass es da offensichtlich aktuell nicht besonders gut läuft. Und zwar sind das hier die sogenannten Stats. Und hier kann man, wo habe ich ihn jetzt? Jetzt bin ich gerade drüber gescrollt. Wo habe ich denn? Da, gewonnene Trades. Also, das ist die Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist hier die Gewinnwahrscheinlichkeit. 39,3%. Das heißt also, das ist da die sogenannte Hit-Rate. Wie viele Gewinntrades habe ich an dieser Stelle? Ich weiß aus einer sehr, sehr großen Sample Size an Trades und über einen recht langen Zeitraum, dass meine Trefferquote zwischen 48 bis 50, manchmal habe ich sogar in diesem Jahr auch tatsächlich schon mal eine Trefferquote gehabt, die ein bisschen über 50% war, lag sogar bei 51%. Aber was wir hier offensichtlich erkennen können, ist, dass ich massiv unter dieser Trefferquote laufe. Und das hat systemtechnische Gründe aktuell. Also da kann ich relativ wenig bis gar nichts machen. Es ist einfach nur so, dass der Ansatz aktuell, dass die Ansätze einfach nicht gut mit dem Marktumfeld korrespondieren. Also, und ich will mir jetzt noch mal ein bisschen plumper, weg von dem Biergarten zum Beispiel. Ich versuche gerade eine Eisdiele im Winter zu betreiben. So, das funktioniert eben nicht. Jetzt könnte man natürlich das Geschäftsmodell ummodeln, Strategien verändern, das Risiko eben entsprechend rausnehmen und dergleichen. Ja, das ist alles korrekt. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall, unterm Strich bleibt erstmal, dass diese niedrige Trefferquote schon mal ein erstes Indiz darauf hingibt, dass ich eben offensichtlich mit meinem Trading nicht gut mit dem Markt korrespondiere, dass das aktuell nicht gut zusammenpasst. Und ergänzend hierzu kommt dann noch etwas anderes, nämlich wenn ich dann ein Stück weit nach unten scrolle, Bereich Risiko ist es. Da gibt es eine andere Kenngröße oder zwei tatsächliche, nämlich den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust. Diese zwei. Oh, das ist natürlich jetzt alles andere als optimal. So, so. Da kann man auch etwas ganz Interessantes erkennen, nämlich dass mein Payoff-Ratio offensichtlich aktuell kleiner 1 ist sogar. Also das heißt, das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust liegt offensichtlich
bei kleiner 1. Dazu mache ich Folgendes. Ich dividiere den durchschnittlichen Gewinn, die 25,30, durch die 27,87, das ist der durchschnittliche Verlust, und lande dann bei 0,9 ungefähr. Und dann können wir es schon bereits ausrechnen. Ich will dazu nochmal hier aufmachen, ganz kurz. Da kann ich meinen Erwartungswert schon mit ausrechnen. Der ist ja gegeben durch den durchschnittlichen Gewinn, multipliziert mit der TQ, das ist die Trefferquote. Davon ziehen wir ab den durchschnittlichen Verlust, multipliziert mit der VQ, das ist die Verlustquote. Und das können wir dann ausrechnen. Da sind wir hier bei, Klammer auf, 25,30 mal Trefferquote hatten wir 39, was hatten wir gesagt? Jetzt schauen, 39,3, ganz genau. Also 0,393. Davon ziehen wir dann ab die 27,87 € multipliziert mit 60,7. Warum 60,7? Das ist die Verlustquote. Die beiden Zahlen hier, die müssen sich zu 100 addieren, oder in dem Fall zu 1 addieren. Ja, so komme ich auf diese Zahl. Weil wenn ich das jetzt hier ausrechne, dann landen wir bei 25,30 mal 0,393 9 94 oder 9, ja doch, 9,94. Und davon ziehen wir ab. 27,87 mal 0,67. Da sind wir bei 16,92. So. Und da erhalten wir, so, Moment, 9,94 minus 16,92 minus 6,89 Euro. So, diese Zahl bedeutet, dass wir pro Trade 6,89 € aktuell verlieren. Und wenn man jetzt sich die Anzahl aller Trades betrachtet, so, Stats, da gehen wir jetzt schon mal auf diese Komponente und hier auf die Symbole, die gucken wir uns gleich noch genauer an, dann landen wir bei 56 Trades. Und wenn wir diese 56 Trades, also 29 plus 27 Trades, die bis jetzt gemacht worden sind, wenn wir die multiplizieren mit den 6,98, dann erhalten wir 390,88 Euro. 390,88 Euro minus, natürlich, minus. So. Das ist das ist der derzeitige Erwartungswert. Und wir können noch mal ganz kurz zurückswitchen. Das ist auch ungefähr das Ergebnis. Das kann man hier sehen, welches wir aktuell haben. Also dieser Profit, das ist der sogenannte Banked Profit. Das heißt also, dieser ist schon jetzt mit eingerechnet worden. Eben an der Stelle, übrigens, der DAX kommt offensichtlich, kurz noch einen Blick hier, kommt aktuell gerade gar nicht ins Laufen. Da wäre jetzt zum Beispiel gerade der Short Trade getriggert worden. Auch sehr interessant übrigens, dass da kein weiteres Abwärtsmomentum aufgenommen wird. Das könnte vielleicht ein Zeichen sein, dass da früher oder später doch eine kleine Stabilisierung stattfindet und wir nochmal eine Attacke auf der Oberseite starten, dass dann doch nochmal ein bisschen Nachfrage in den Markt kommt. Also die Bedingungen sind weiterhin alles andere als optimal. Das kann man ja auch sehr gut erkennen. Also wenn wir jetzt einen Short Trade zum Beispiel hier eingegeben hätten, dann ist es tatsächlich so, dass man natürlich dann bei solch einem Bruch auf der Unterseite auch sich erwartet, dass der Bruch erfolgt und anschließend ein Follow-through erfolgt. Also sprich, der Markt auch wirklich durchläuft. Was aber hier an der Stelle nicht tut. Es kommt kein Follow-through zustande, sondern stattdessen spiken wir mal kurz auf neue Tiefs. Das sind also mal an der Stelle 8, 7, 8 Punkte, die der Markt tiefer geht als das bis dato Tagestief, aus der Open Range folglich auf der Unterseite ausbricht, nur um anschließend dann sofort wieder 20 Punkte hochgekauft zu werden. Das ist so ein Klassiker, also ein Klassiker im Sinne von, das ist ein sehr klares Indiz dafür, dass die Marktbedingungen für Breakout-Ansätze alles andere als optimal sind derzeit. Und dass diese Marktbedingungen einfach für solche Handelsansätze schwierig sind. Nichtsdestotrotz, wenn du einfach diesen Ansatz tradest und ein lange, solides Backtest-Resultat eben dann herausgearbeitet hast, dann hat es auch diese Marktumfelde gegeben. Und was du unterm Strich dann erkennen wirst, ist, dass sie trotz dieser nicht günstigen für diesen Handelsansatz Marktbedingungen dennoch ein positives Ergebnis generiert hat. Du weißt eben nicht, wann der Markt wieder sich zu deinen Gunsten eben entsprechend bewegt, dann aus dieser Perspektive. Außer dass du eben weiter
hoffst, dass es nicht allzu lange dauert, solch ein Drawdown eben tatsächlich. Bevor jetzt aber der Gedanke kommt, oh, das ist Zweckoptimismus, der hofft einfach nur, dass es besser wird, werde ich gleich zeigen, dass wir aktuell vollkommen im Rahmen liegen. Ja, also tatsächlich sogar, wie gesagt, lauftechnisch uns mittlerweile in Be Bereiche bewegen, wo ich sagen muss, das ist schon wirklich mehr als suboptimal, das Marktumfeld, in dem wir uns gerade wiederfinden. Und wir sind so schlecht eigentlich schon fast, dass wir, ja, wir sind so schlecht eigentlich, dass da früher oder später mal mindestens ein Gewinntrade sich anschließen lassen sollte. Nein, dazu kann ich jetzt ganz kurz sagen, der Trade hier, da kommt jetzt gleich die Frage auf, weil man natürlich sich die Kernkomponenten hier anschauen kann. Die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wieso arbeitest du da mit einem fast 150-Punkte-Stop bei diesem Setup? Ob das ein CRV ist, auf was ich ziele von 1 zu 1? Nein, das ist ein volatilitätsbasierter Stop, der auf statistischen Erkenntnissen über einen langen Zeitraum, sehr langen Zeitraum, 20 Jahre plus, eben basiert und sich an der Volatilität eben orientiert, beziehungsweise tatsächlich am Indexstand, ganz genau gesprochen sogar, am Indexstand ebenfalls vom DAX orientiert und dann von in dem Fall einer Stopweite von 1,1% vom Indexstand ausgeht. Und darauf basierend dann entsprechend den Trade eingeht. Was allerdings auch auffällt, ist, dass das Risiko durch die Möglichkeit, eben die Positionsgröße hier zu reduzieren, also diese Mikrolots zu nutzen, dass das Risiko dadurch eben trotzdem nicht 1% vom Equity-Stand überschreitet. Ja? Und es zielt nicht darauf ab, auf ein Risk-Reward hier von 1 zu 1 oder dergleichen. Es gibt einen Time-Stop-Out bei diesem Setup. Also die Frage, die sich jetzt als nächstes kommt, wo sehe ich dann den Take-Profit? Der Take-Profit ist ein Time-Stop-Out, der zu einer bestimmten Zeit in der Zukunft stattfindet. Und das ist die Basisstrategie, denn der Markt jetzt über den Tag hinweg eine sehr starke jetzt Aufwärtsbewegung auf den Weg bringt. Wahrscheinlich gerade ist es nicht hoch, aber wenn so etwas stattfindet, wäre zum Beispiel meine Herangehensweise, dass ich versuche, mich aus einer solchen Übertreibung herauszuskalieren. Und dann eben diesen Ausstiegskurs, den ich dort habe, in Relation zu diesem Basis, ich nenne sie mal Basis-Take-Profit oder Basis-Stop-Out aus der Position, der zu dieser Zeit stattfindet, sobald oder sollte nicht in der Zwischenzeit der Stop-Loss gerissen worden sein, wo ich dann in dieser Relation eben tatsächlich stehe. Und auf diesem Weg versuche ich dann entsprechend mein Erwartungswert zu optimieren. Ich werde gleich dazu noch ein bisschen was mehr sagen. Ich habe dazu ein bisschen was vorbereitet, damit man eine Idee davon bekommt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, jetzt habe ich kurz einen Blick, kurz einen Blick. Was war das letzte? Genau, hier. Also, das heißt, was wir gerade hier zu sehen bekommen, Erwartungswert technisch, bedeutet auch etwas anders, dass mit diesen Kernparametern, die wir hier gerade haben, dass wir ungefähr im Bereich der Erwartung eben tatsächlich liegen. Wobei allerdings auch gesagt werden muss, wenn das die Kernparameter meines Handels wären oder der Handelsstrategien, dann wäre es selbstverständlich so, dass ich unprofitabel wäre mit diesem Ansatz. Selbstverständlich. Ja? Und das ist mir an der Stelle möglich zu berechnen, weil ich eben hier diese Zahlen einfach nur in diese Formel für den Erwartungswert eingeben muss. Und wir hatten ja schon in einem der Strategiewebinare in den letzten Wochen gesagt, dass ein positiver Erwartungswert das ist, das, auf was wir im Trading abzielen. Denn ein positiver Erwartungswert ist das, was Profitabilität im Trading kennzeichnet. Das für den einen oder anderen, der sich das jetzt anschaut, der jetzt hier gerade zuhört, ist das sicherlich etwas dröge. Und es würde mich auch, wie gesagt, tatsächlich selten war es in der Vergangenheit so, dass das viele Leute an dem Bildschirm gehalten hat. Aber tatsächlich, das ist da, wo Profitabilität und auch professionelles Trading tatsächlich beginnt. Das ist tatsächlich in gewisser Form erstmal reine Mathematik eben an dieser Stelle. Und die sollte man auf gar keinen Fall, sollte man die überspringen. Besonders wenn man ein Gefühl dafür entwickelt hat, ist es viel einfacher möglich, eben mit sogenannten kognitiven Verzerrungen in seinem Trading gut umzugehen. Ja, ich habe dazu auch schon noch einige Literatur hier auf der Oberseite vorbereitet, auf die wir gleich noch eingehen wollen. Wie gesagt, aber zunächst einmal wollen wir uns jetzt auf diese Strategien fokussieren und ich habe hier schon bereits so ein kleines Dokument vorbereitet, so, welches ich auch noch mal reinziehen möchte, was zum Beispiel hier diese Basisstrategie berücksichtigt, auf die jetzt gerade die Frage eben tatsächlich ging. Das sind die Kernparameter dieser Basisstrategie mit der Trefferquote von 47,5%, einer Verlustquote folglich von 52,5 und einem Payoff Ratio hier von 1,21 zu 1.
Und hiermit kann man eben Folgendes machen. Und zwar lässt sich dann, zu dem Problem kommen wir dann gleich, lässt sich ebenfalls der Erwartungswert ausrechnen. Also das bedeutet, wir setzen wieder diese Zahlen hier in diese Klammer ein. Wir rechnen das auch offensichtlich unabhängig jetzt von irgendwelchen Eurogewinnen aus. Multiplizieren das mit 1 und dann erhalten wir als Gesamtergebnis ungefähr 0,05. Das ist größer 0 und größer 0 heißt, dass es profitabel ist. Und es bedeutet, dass wir pro Trade 5 Cent ungefähr pro riskiertem Euro gewinnen. Also das heißt anders formuliert, wenn wir jetzt ein 5.000-Euro-Konto zum Beispiel traden, dann ist es so, dass wir mit 5 Cent, also 5.000-Euro-Konto traden zuerst so, 1% riskieren sind 50 Euro. Und auf diese 50 Euro 5 Cent pro riskiertem Euro verdienen, dann heißt das also etwas anders formuliert, dass wir im Schnitt 2,50 € verdienen pro Trade. Jetzt denkt man sich ja, das ist aber nicht besonders viel. Das muss man aber so sehen, dass hier pro Trade, pro Tag ein Trade generiert wird. Das heißt, wenn wir jetzt von 250 Handelstagen im Jahr ausgehen und jeden Tag im Schnitt 2,50 € verdienen, dann ist es so, dass wir unterm Strich aufs Jahr gesehen, wenn wir tatsächlich im Bereich unserer Erwartung rauskommen, es gibt natürlich mal Phasen, da haben wir eine bessere Trefferquote. Das ist ja das ist ja Trefferquote über einen langen Zeitraum von 10 Jahren plus, die Strategie getestet worden ist. Es kann durchaus mal sein, dass wir im Bereich um 50% landen. Es kann dann auch mal sein, dass es eine Strategie gibt. Das werden wir gleich im Euro-Yen hier sehen, wo wir vielleicht nur 45% Trefferquote haben, aber wir pendeln um diese 47,5%, dann verdienen wir unterm Strich 625 Euro. Und diese 625 Euro auf dem 5.000-Euro-Konto entsprechen einer Performance von 12,5% per annum, was schon mal sehr, sehr attraktiv tatsächlich ist. Was es natürlich bedarf, trotzdem ist Geduld. Im Falle des DAXes sind wir derzeit sogar auf diese Zeit, ja, um die Nulllinie pendeln wir. Also wir haben weder eine super positive, auch wir haben keine super negative Performance. Also der Hauptanteil, der Major-Anteil hier, dieser Performance kommt gerade durch den Euro-Yen zustande. Wie gesagt, auf den wir uns gleich fokussieren wollen. Fakt ist aber nochmal, dass ich alleine deswegen ja schon in der Lage bin, hier mit einem sehr, sehr, ich nenne sie mal mit einer breiten Brust in mein Trading zu gehen. Also nicht, dass ich jetzt ego-getrieben bin, aber ich bin jederzeit mir darüber im Klaren, dass ich mit einem positiven Erwartungswert trade. Also das heißt anders formuliert, ich weiß, dass diese Strategie profitabel ist und ich kann sie einfach stehen lassen. Ich kann sie einfach laufen lassen. Ob jetzt der Trade tatsächlich dann jetzt einen Profit auswirft oder nicht, spielt keine Rolle. Dieser eine Trade spielt langfristig keine Rolle, weil er einer von im Jahr 52 ist, wo ich weiß, dass ich pro Trade 2,50 € verdienen dürfte. Also in diesem Fall von einem 5.000-Euro-Konto. Und folglich halte ich an der Strategie fest und trade die entsprechend durch. Dann für den DAX. Und nochmal, das, was im DAX gerade passiert, ist plus minus null. Derzeit auch den Marktbedingungen geschuldet. Ich weiß aber auch zum Beispiel so Bedingungen wie letzte Woche Dienstag. Ich will das mal kurz hier zeigen. So etwas hier. Dort ist es da zustande gekommen, dass ich eine Long-Position im DAX hatte und der Markt tatsächlich dann sehr, sehr schön Momentum aufgenommen hat und mir dadurch ein Profit entstanden ist, der, ich glaube, 150 Punkte betragen hat. Pi mal Daumen ungefähr. Also das war letzte Woche, können wir auch tatsächlich hier auch bei FXBlue übrigens sehen. Kurzen Augenblick. Das kann man hier auch nochmal sehen und zwar unter den Statistiken und dort der Tag. Und letzte Woche war der 17. Hier. Ja, da kann man es sehen. Das Gesamtergebnis, ja gut, das Gesamtergebnis war jetzt nicht super, super gut. Da sieht man hier den Nettoprofit für den Tag lag bei 3,51 €. Problem bei der ganzen Geschichte war nämlich, der Euro-Yen an dem Tag, der hat nicht funktioniert. Der ist leider in die Binsen gegangen und dadurch hat sich das Handelsergebnis für den Tag aufgehoben. Aber tatsächlich ist es so gewesen. Ich schaue mal ganz kurz. Vielleicht kann er das? Nee, ich glaube, das kann er nicht. Nee, ich glaube, das kann er nicht. Also Fakt ist auf jeden Fall, der DAX, der hat den Verlust für den Euro eben an dem Tag, der Euro-Yen, eben entsprechend kompensieren können. So viel dazu. Aber leider, wie gesagt, ist es eben so gewesen, dass da just genau an diesem Tag eben nicht die positive Performance in der Lage war, dann sich so zu entfalten. Anders war es hier zum Beispiel an diesem Tag. Da sieht man übrigens auch drei Trades interessanterweise. Dazu komme ich gleich. Das Interessante ist nämlich hier, dass ich mich aus einer Gewinnposition herausskaliert habe. Und was ist hier passiert? Hier ist es so gewesen bei diesen drei Trades.
dass sowohl der DAX in den Take Profit, nicht in den Take Profit, sondern ein positives Ergebnis ausgeworfen hat, als auch der euro-japanische Yen in den Take Profit gelaufen ist. Da kann man auch sehen, was passiert, wenn diese zwei Strategien dann super miteinander korrespondieren. Für den Tag ist auch ein Profit von 2,8% aufgetreten. Leider nicht so oft aufgetreten, aber was man bereits sehen kann, ist, wenn die Marktbedingungen für beide Ansätze optimal sind, dann verdient man offensichtlich dann auch und ist in der Lage, relativ zügig, lassen wir jetzt mal 2, 3 Tage hintereinander optimal laufen. Das tritt auf, das kommt vor. Bist du sofort in der Lage, nicht nur einen Großteil deiner bis dato aufgelaufenen Verluste umzukehren, sondern eben tatsächlich sogar das Gesamthandelsergebnis für dein Trading positiv zu gestalten. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir hätten jetzt hier 3 Gewinntage dieser Art, dieser Natur in Folge, ja, bei, sagen wir 140 Euro Profit, dann sind wir bei 3 mal 140, also 420. Folglich würde das Gesamtergebnis innerhalb von 3 Handelstagen von negativ auf leicht positiv sogar gekehrt. Nichtsdestotrotz, diese Marktbedingungen treten nicht oft auf, aber das ist schon mal zumindest die Idee, die man bekommen kann, was passiert, wenn die Marktbedingungen dann mal zugunsten sind. Also das ist dann der Moment, wenn du den Eisladen hast, wenn 30 Grad sind, du morgens um 8 Uhr den Laden aufmachst und um 10 eigentlich schon einmal deinen gesamten Vorwochenumsatz, wo es nur geregnet hast, eingefahren hast. Und dann eben ab 10 Uhr im Grunde genommen nochmal ordentlich mehr Eis verkaufen kannst, weil dann kommen die ganzen Leute ja erstmal eben zur Mittagspause aus der Schule und so weiter und so weiter. Gut, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir hier erstmalig bereits erkennen können, wie wichtig es offensichtlich ist, eine klar definierte Idee davon zu haben. Was dürfen wir überhaupt erwarten? Das macht mit uns mental etwas. Also wir sind einfach in der Lage, eine ganz entspannte Handelsherangehensweise im Grunde genommen zu vollziehen. Ja? Also ich will nicht, dass man mich missversteht. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinsetze und mich freue, wenn ich verliere. Das ist ganz und gar nicht so, sondern ich ärgere mich auch darüber, weil es ist grundsätzlich immer wesentlich angenehmer, Gewinne ausweisen zu können und zu zeigen, dass alles super läuft. Fakt ist aber eben auch, es gibt nun mal Marktbedingungen, die das nicht gewährleisten. Und wenn man sich in solchen Marktbedingungen wiederfindet und dann auch vielleicht spürt, dass man so ein bisschen, nicht ungehalten ist das falsche Wort, aber zumindest mal so ein bisschen frustriert ist, dass man sich daran erinnert, was denn eigentlich die Kernparameter des Tradings ausmacht, die Profitabilität unterstreichen und vor allem auch, dass man an dieser Stelle sich nicht nur daran erinnert, sondern dass man eben auch nochmal seinen Glaubensgrundsatz formuliert, reformuliert und einen mit eben Wahrscheinlichkeit einhergehenden Glaubensgrundsatz sich ins Gedächtnis ruft. Das ist etwas, was massiv unterschätzt wird, was übrigens dann auch nochmal unterstreicht, deswegen nicht nur diese Monte-Carlo-Simulation als solches, um sich das zu visualisieren, sinnvoll sind, sondern zum Beispiel, warum man auch solch ein trading-psychologisches Profil erstellen sollte, um einfach genau zum Beispiel seine eigenen Arten zu kennenzulernen, sich selber besser kennenzulernen und dann ausgehend von diesen Eigenarten eben in der Lage ist, diese eben zu attackieren, sollten sie in diesem Moment eben entsprechend auftreten. So, wir wollen ganz kurz jetzt mal diese Parameter hier einhacken und mal eine Idee davon schon geben. Wir arbeiten hier mal mit 500. Ich hatte gerade 250 Trades entsprechend ein Jahr. Das sind ungefähr 2 Jahre eben. Wir wollen das mal ganz kurz hier ein tippen. Diese Kernparameter dieser DAX-Basisstrategie. Wir lassen 15 verschiedene Kapitalkurven. Ja, also Startkapital ist klar, Anzahl der Trades 500, die simuliert werden sollen, bei 47,5% und wir haben 15 Durchläufe, also verschiedene Simulationskurven. Payoff Ratio liegt bei 2,1 zu 1, 2,1 zu 1, so. Und das Risiko pro Trade wollen wir auf 0,8% reduzieren. So, was wir jetzt machen können, ist, wir klicken auf Simulation starten und so sehen dann entsprechend simulierte Kapitalkurven aus. Das sieht jetzt im ersten Moment ziemlich, hier sieht man übrigens auch den Erwartungswert von 0,5, 0,05, den ich gerade schon mal ausgerechnet habe. Man sieht eben offensichtlich das Ergebnis, das ist jetzt nicht phänomenal gut, es ist aber auch nicht phänomenal schlecht. Also wir sehen aber zwischenzeitlich zum Beispiel größten maximalen Drawdown dieser Strategie, selbst bei 0,8% von 25,5%. Also Drawdown, Kapitalrücksetzer von 20%, den diese Strategie eben generieren könnte. Man sieht aber zum Beispiel auch, dass man trotz einer relativ trivialen Strategie tatsächlich hier in der Spitze fast eine Verdoppelung seines Kapitals über 2 Jahre erreichen kann. Das ist natürlich jetzt hier an dieser Stelle etwas, das ist schon dramatisch plus e.V.
Ja, genauso wie man aber auch dramatisch Minus EV laufen kann. Also das heißt unter dem Erwartungswert. Das, was ungefähr dem Mittelwert entspricht, das ist hier mit dieser dickfarbenen weißen Linie zu erkennen. Also das ist der Durchschnitt. Der wird dann hier zum Beispiel auch ausgegeben. Durchschnittliche Performance liegt bei 22,9%. Wir erinnern uns daran, das ist jetzt eine Simulation gewesen. Also diese Kurven verändern sich auch. Übrigens, wenn ich jetzt nochmal auf Simulation starten klicke. Das Interessante an dieser Zahl ist zum Beispiel, wir hatten gerade ausgerechnet, dass wir über 2 Jahre bei dem Erwartungswert, der sich hier ergibt, dass wir eben in diesem Zusammenhang bei 50 Euro Risiko, ja, das ist interessant, 50 Euro Risiko entsprach 1%, wir haben jetzt hier 0,8%, dass man dann ungefähr eine Performance erwarten darf pro Jahr von 12,5%, was sich natürlich jetzt rein theoretisch dann für 2 Jahre dann auf 25% erhöhen würde. 22,9% ist also tatsächlich auch die Durchschnittsperformance, die man hier erwarten kann. Das Einzige, was sich unterscheidet bei all diesen Kapitalkurven, ist, wie sich diese Gewinn- und Verlusttrades aneinander reihen. Also das heißt etwas anders formuliert, zum Beispiel hier treten 11 maximal in Folge auftretende Gewinner auf, aber es treten zum Beispiel auch 13 in Folge auftretende Verluste eben tatsächlich auf. Ja, also das ist zum Beispiel etwas ganz Normales, das wird auch gleich im Zusammenhang trotz interessanter und besserer tatsächlich Kennzahlen für den Euro, japanischen Yen noch gleich ein Thema spielen. Wir können diese Simulation diverse Male ausspielen. Wir sehen auch jetzt zum Beispiel die Kapitalkurven hier auf der Unterseite, die sehen ja gar nicht mehr so gut aus und da ist der maximale Drawdown auch plötzlich bei über 30%. Ja. Welche Möglichkeiten bestehen hier für mich an dieser Stelle oder welche Ziele sollte ich für mein Trading haben? Das kommt ganz darauf an, aus welcher Perspektive ich mich nähere. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein privates Konto trade und sage, ich bin fein damit, wenn ich 50% meines Kapitals verliere, obwohl ich da sehr reserviert bin, ehrlich gesagt, weil ich denke, dass man mit seinem eigenen Geld mindestens genauso professionell umgehen sollte, wie eben mit Geldern, die einem zum Beispiel von Investoren anvertraut werden im professionellen Bereich. Wenn man zum Beispiel diese Komponente attackieren will, könnte man sagen, dass man das Risiko reduziert. Also sprich hier an dieser Stelle, dass man eben auf zum Beispiel 0,5% runtergeht. Eine andere Möglichkeit ist auch jene, dass ich zum Beispiel sage, ich versuche eben solche diskretionären Interventionen auf den Weg zu bringen. Ich versuche hier den Erwartungswert zu optimieren. Sprich also zum Beispiel, jetzt mal angewandt auf das, was letzte Woche passiert ist, ich versuche zum Beispiel Verlusttrades in Anführungsstrichen auszuweichen, Verlusttrades nicht in solchen wiederzufinden. Das ist natürlich kurzfristig, das ist das ein reines Glücksspiel, weil ich nicht weiß, in welche Richtung der Markt läuft. Das hatte ich schon bereits gesagt. Aber ich kann natürlich mein markttechnisches Verständnis nutzen. Ich will da jetzt nicht mehr in die Details gehen, aber zum Beispiel hatte ich letzte Woche am Dienstag gesagt, ich möchte morgen zum Beispiel für den DAX, nachdem dieser Gewinn aufgelaufen war, wo wir dieses Squeeze über 12.600 gesehen haben, ich gesagt, ich möchte morgen ungerne auf der Long-Seite mich wiederfinden, Entschuldigung, auf der Short-Seite, andersrum, auf der Short-Seite wiederfinden, weil ich einfach ausgehend von den derzeitigen Gegebenheiten davon ausgehe, dass weiterhin Nachfrage im Markt gegeben wird. Und es sieht nicht danach aus, als wenn wir hier an dieser Stelle es schon auf der Oberseite, das schon fertig war. Und in der Tat driftete der DAX am nächsten Tag auf der Oberseite hier weiter aufwärts. Also das war tatsächlich, und er pendelte dann, also es gab jetzt keine stark dynamische Aufwärtsbewegung, aber der Markt, der verharrte auf jeden Fall signifikant auf erhöhtem Niveau. Und es ist mir dadurch gelungen, ein zur Basisstrategie, 49 Punkte, glaube ich, waren es, besseres Handelsergebnis zu generieren. Ich habe auch auf darauffolgenden Tag zum Beispiel gesagt, heute wäre ich wieder long. Wenn ich aber den Markt nach oben austoppen sehe, möchte ich ungern long sein. Das heißt also, ich habe auch da zum Beispiel wieder einen Trade ausgespart, habe also die Handelsfrequenz reduziert, habe den Handelsansatz runtergenommen und habe keinen Trade für diesen Tag im DAX ausgehend von dieser Strategie gemacht. Und auch da ist es so gewesen, dass tatsächlich dann durch diese sich in den Tag etablierte Abwärtsstruktur ein besseres Ergebnis generiert wurde. Ich wäre an dem Tag long gewesen, das wäre ein negatives Ergebnis gewesen. Ich hätte oder ich habe durch mein Nichthandeln 60 Punkte besser zur Basisstrategie abgeschnitten. Am Freitag ist es dann so gewesen, dass ich mich ebenfalls nochmal zurückgenommen habe. Das hatte allerdings dann den Grund, weil ich überhaupt gar keine Einschätzung hatte, wo wir uns aktuell befinden. Da stand noch der kleine Verfall an und dergleichen. Es wäre ein Long Trade gewesen und dieser Long Trade ist in der Tat sogar voll in den Stop gelaufen. Ich formuliere es etwas um. Ich habe in der vergangenen Woche also über 200 Punkte besser abgeschnitten, als die Basisstrategie es hätte. Das ändert nochmal nichts an der Profitabilität der Basisstrategie. Die bleibt profitabler. Die bleibt profitabel. Nur ist es mir eben geglückt, entsprechend profitabel
zu agieren, also sprich, oder profitabler zu agieren, dadurch, dass ich nämlich 200 Punkte weniger verloren habe als diese Basisstrategie. Und das ist dann das Ziel, welches ich eben entsprechend in meinem Trading anstrebe oder beziehungsweise im Zusammenhang mit dieser Strategie eben tatsächlich anstrebe. Und ja, nur mehr, das wäre es erstmal im Zusammenhang jetzt für diese Basisstrategie eben gewesen. Wir werden uns gleich noch die Zahlen anschauen. Wir müssen kurz hier auf das Trading-Setup eingehen, was jetzt, wie gesagt, versprochen, hier reingelaufen ist. Punkt 10 Uhr, da wird diese Order generiert. Aktuell sieht es danach aus, als wenn wir ein Long-Setup eben im Euro-japanischen Yen traden werden. So. Da sieht man, dort liegt der Entry in den Trade. Hier liegt der Stop auf der Unterseite. Das wird auch ein Breakout-Trade sein. Aktuell ist es so, dass wir einen Buy-Stop haben. Ist eine auch ganz knappe Kiste. Ja, wir sehen es hier in dieser Kerze. Da ist der Value des EMAs, den wir nutzen, ist der 130.068. Und der Close, also der Schlusskurs, ist 069. Ja, also 0,1 Pip macht hier aktuell eben entsprechend dort den Unterschied aus. Sollte diese Kerze jetzt innerhalb dann der nächsten Stunde tiefer schließen, würde dieses Setup von Buy Stop auf Sell Stop eben switchen. Ja, das also noch ganz kurz dazu. Also, wir kommen nochmal zurück zum DAX. Also übrigens das auch etwas. Jetzt wird der ein oder andere sich sagen, ja, jetzt bleibt doch mal auf dem Chart. Ich will mir unbedingt angucken, wie sich der Markt entwickelt und dergleichen. Das ist für mich extrem schwierig umzusetzen. Also ich kann es dann nachvollziehen, jetzt besonders jetzt in diesem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, weil es natürlich genau das ist, was man sich von einem Live-Trading verspricht. Action und Rastlosigkeit und schweißige, nasse Hände und völlige Aufregung und dergleichen. Das ist etwas, ich glaube, was eine. Wie soll ich sagen? Es ist eine Fehleinschätzung, dass Trading genau das ist. Trading ist komplett das Gegenteil. Trading ist todlangweilig. Vorausgesetzt, du hast natürlich einen klaren Plan, dem du folgst. Und das ist das, was das jetzt auch perfekt eigentlich widerspiegelt. Ja? Dass ich jetzt hier zum Beispiel einfach den Trade sein lassen kann. Also sowohl den Trade sein lassen kann, der jetzt schon bereits läuft im DAX, als auch dieses Setup. Trades lassen kann oder diese Order im Markt lassen kann, der Markt entscheidet jetzt, ob die Order gefüllt wird oder nicht. Ich habe damit ja nichts mehr zu tun. Ja, ich habe nur meine Regeln, denen ich halt folge. Das ist ein Ablaufplan, so wie hier im Grunde genommen skizziert. Ich mache mal kurz nochmal eine Slide zurück. So, da gibt es drei Punkte. Da heißt, identifiziere den Vorteil, beziehungsweise erstmal bestimme die Handelsspanne, dann identifiziere Vorteil, Long oder Short. So, dann wird die Order in den Markt gegeben. Ich habe ein in diesem Fall klar definiertes Stop-Level. Im Falle des Euro-Yen habe ich jetzt sogar ein klar definiertes Take-Profit-Level. Im Zusammenhang mit dem DAX, so wie ich den jetzt handle zum Beispiel, und da, wo kein Take-Profit drin ist, muss ich natürlich ein bisschen immer trotzdem Auge auf den Markt halten. Kommt jetzt zu einer Übertreibung? Aber wie gesagt, die Marktbedingungen sind alles andere als optimal für solche stark trendigen Bewegungen. Das zeigt sich ja auch. Aber ja, dann ist es das halt. Und dann bist du im Markt positioniert und fertig. Und ich bin auch überhaupt gar nicht irgendwie aufgeregt jetzt hinsichtlich der Trades oder dergleichen. Oder ich bin auch nicht aufgeregt jetzt hinsichtlich des Ausgangs der Trades. Natürlich wäre es schön, wenn jetzt nach Möglichkeit der DAX plötzlich eine massive Squeeze auf der Oberseite ansetzt und wir uns aus dem Trade rausskalieren könnten. Und wir könnten dann mit einem Profit hier diesen DAX-Trade beschließen. Und in der nächsten Dreiviertelstunde wird der Euro-Yen-Trade getriggert und läuft dann auch gleich in den Take-Profit. Ich bin tatsächlich jemand, der ist sehr froh, wenn er nicht besonders lange am Markt aktiv sein muss, weil desto geringer ich im Markt bin, also desto kleiner die Verweildauer meinerseits im Markt ist, desto kleiner das Risiko, in irgendeiner Form durch irgendeine, ja, Überraschung eben in irgendeiner Form aus dem Trade herausgekegelt zu werden. Und das ist aber tatsächlich etwas, wie gesagt, darauf habe ich jetzt in diesem Moment keinen Einfluss in irgendeiner Form. Ich habe einfach die Order gegeben in den Markt, lasse die Order in den Markt laufen und das, wofür wir dann an dieser Stelle die Zeit nutzen müssen, tatsächlich ist, einfach das mal einzuordnen, wo wir aktuell eben tatsächlich derzeit stehen, ja, mit dem Trading. Und das macht wesentlich mehr Sinn, eben tatsächlich, als sich jetzt hier an dieser Stelle darauf zu fokussieren, ob die Order gefüllt wird oder nicht. Natürlich werde ich mir das anschauen. Wird sie gefüllt, dann gilt es natürlich für mich auch zu schauen, gab es jetzt hier an dieser Stelle beispielsweise ein Slippage, positive, negative Slippage. Das ist etwas, das gilt es natürlich für mich dann in meinem Trading Journal zu verarbeiten. Falls in irgendeiner Form es zu Ungereimtheiten bei der Orderausführung gekommen ist. In dem Fall kann ich zum Beispiel jetzt sagen, ist bei Tickmill noch nie aufgetreten. Das hat mit Sicherheit auch an der Größe und an der Tiefe des Liquiditätspools, der da genutzt wird, mit dem eben entsprechend zu tun. Das kann man auch sehr, sehr gut erkennen. Zum Beispiel an den Bedingungen, die man rund um die Non-Farm Payrolls findet.
Das ist bei Thickmill so, dass Thickmill dafür bekannt ist, eine der niedrigsten Maximalausschläge bei den Spreads eben zu haben, was auf einen unglaublich breiten und tiefen Liquiditätspool eben tatsächlich hindeutet. Und übrigens auch bei der Auswahl des Brokers ein Thema sein sollte. Das muss man an der Stelle eben auch ganz klar sagen. Das ist mit etwas, was mich an der Stelle nochmal wesentlich ruhiger werden lässt und auch ein Vertrauen aufbauen lässt. Ich muss es natürlich prüfen, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr guter Dinge, dass der Fill, den ich kriegen werde, sollte der Trade getriggert werden, auf jeden Fall sehr, sehr solider ist. Wahrscheinlich sogar die Wahrscheinlichkeit für positives Slippage sogar, also besser als von mir erwartete Ausführung, größer ist, als dass es dann zu einer negativen Überraschung kommt. Wenn es doch zu einer negativen Überraschung kommt, dann gilt es eben dann sicherlich nochmal mit dem Broker in Kontakt zu treten und zu fragen, was ist denn da gewesen? Könnt ihr mir darüber mal in irgendeiner Form eine Auskunft geben? Aber alles in allem tritt das in den seltensten Fällen tatsächlich auf. Und somit ist Trading eigentlich, wie sagt man so schön, ein Numbers Game. Also das heißt, es ist ein Spiel mit Zahlen. Und an der Stelle ist es eben für mich dann so, dass ich mit meinen klargegebenen Parametern einfach arbeite. Und damit versuche, mein Trading so langweilig wie möglich zu gestalten und somit auch versuche, potenzielle mentale Stolperfallen oder eben kognitive Verzerrungen, die ganz natürlich auftreten, so gut wie möglich aus meinem Trading grundsätzlich herauszubekommen. Übrigens, das will ich jetzt als Möglichkeit nutzen, bevor wir uns dann nochmal dem Euro-Yen nochmal en Detail widmen, beziehungsweise dann auch dem DAX-Trading nochmal etwas abschließend. Ich möchte hier nochmal kurz was zeigen. Ein Buchtipp, den ich nochmal geben möchte. Ich stelle das dazu mal in die Chatbox ein. Schnelles Denken, langsames Denken. Thema kognitive Verzerrungen ist ein absolutes Muss in meinen Augen. Ist eines der besten Trading-Bücher, die es gibt, von dem keiner weiß, dass es ein Trading-Buch ist. Der Link, den muss ich jetzt allerdings ein bisschen kleiner machen, weil das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen arg lang, denke ich mal, was man da kriegen würde. Also Thema kognitive Verzerrungen. So, schnelles Denken, langsames Denken. Ich will auch die Trading-Psychologie gleich noch ein bisschen weiter auswälzen. Ich wälze sie aus, Norman Wells. Norman habe ich zusammengearbeitet, mal auf diversen Vorträgen. Und ich habe natürlich auch sein Buch gelesen, sogar mehrfach gelesen. Das ist eins der besten Bücher zum Thema Trading-Psychologie, was man finden kann. Absolut. Norman, falls du jemals diese Aufzeichnung siehst, gern geschehen. Also es ist nicht so, dass ich von Norman da irgendwas für kriege oder sonst dergleichen. Ich bin einfach nur jemand, der sehr, sehr gerne gute Literatur weiterempfiehlt. Und das ist etwas, was auch nicht viel mit Trading zu tun hat und dann doch alles, nämlich Biologie der Angst, wie aus Stress Gefühle werden. Das ist von Gerald Hüther. Ebenfalls ein phänomenal gutes Buch zum Thema, und dazu kommen wir nämlich gleich, Abstraktion. Zum Beispiel, unter anderem, also wenn man sich in abstrakten Situationen wiederfindet, wie man versucht, irgendwie mit diesen Situationen ja, umzugehen und nach Parallelen aus dem täglichen Leben versucht, irgendwie zu greifen und dann versucht, irgendwie diese Emotionen, die einen überkommen und wo man eben Angst verspürt, ausgehend von eben dem, von der Abstraktion, von möglichen Abstraktionsgrad, die Situation durch eben das Finden eines ähnlichen Verlaufs in der Vergangenheit, Ruhe zu gewinnen, Souveränität zurückzuerlangen und dadurch die Situation dann in den Griff zu bekommen. Das ist auch sehr schön biochemisch übrigens beschrieben, welche Prozesse dort im Hirn angestoßen werden, um eben, oder welche diese Angst eben dann auf den Weg bringen. Und das sehr Interessante in diesem Zusammenhang ist, das ist, glaube ich, die deswegen eines der besten Trading-Bücher ist, weil es viele gibt, die massiv unterschätzen, ich kann es auch kurz offen lassen, die massiv unterschätzen, wie abstrakt Trading eigentlich tatsächlich ist. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, wenn wir uns diesen Chart jetzt hier anschauen, das ist nichts anderes als eigentlich ein paar Linien hier auf dem weißen Hintergrund, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann überhaupt gar nichts in irgendeiner Form, was in meinem Leben vergleichbar ist, in irgendeiner Form zeichnen. Es gibt keine Möglichkeiten, Parallelen zu ziehen. Ich kann nur mich aus der jetzigen Situation an eine im Trading erinnern, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Was wiederum auch zeigt, warum sehr, sehr viele Beginner besonders massive Schwierigkeiten haben und ein regelrechtes Hin- und Herpendeln sehen in ihren Emotionen und sich in teilweise im Modi wiederfinden, wo sie dann nachträglich sagen, so, was hast du denn da gemacht?
Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Oder wenn dann große finanzielle Schäden auch entstehen, wenn man Trades eingeht mit Risiken, die exorbitant groß sind. Und im Nachgang hat man überhaupt gar keine Möglichkeit zu verstehen, warum ist das passiert, was passiert ist. Und das hat damit zu tun, dass man dann das wieder in der Trading-Psychologie in einem der folgenden Webinare, dass man auf der sogenannten Jerks-Dodson-Kurve, diesem Jerks-Dodson-Modell, auf der rechten Seite abkippt und dann in den Bereich der unbewussten Kompetenz abdriftet. Ja, und naja, also Fakt ist auf jeden Fall, dass dieses Abdriften in den Bereich der unbewussten Kompetenz, in der wir dann nur das finden, was wir wirklich auch, was uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, nur auf das zurückgreifen können. Und wenn uns nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, zum Beispiel wir einen Glaubensgrundsatz formuliert haben, der einhergeht mit einem na, wie heißt es, mit Wahrscheinlichkeiten einhergehenden Weltanschauung, zum Beispiel sagen, ja, wir setzen zwar einen Stop, aber wir akzeptieren gar nicht den daraus resultierenden Verlust zum Beispiel. Kann es dazu führen, dass wir den Stop rausnehmen, mit so einem sogenannten Alibi-Stop arbeiten. So, also ich springe da jetzt sehr, sehr hin und her. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass es ein super gutes Buch zu diesem Thema ist. Einfach um mal zu verstehen, was da im Kopf eigentlich abgeht und warum es so wichtig ist, eben auch zu versuchen, nicht nur ein klares Regelwerk zu formulieren, dem man folgt, sondern eben auch dann entsprechend das Denken in Wahrscheinlichkeiten in den Bereich der unbewussten Kompetenz eben zu überführen. Ja, die Bücher, die ich gerade eingestellt habe, also schnelles Denken, langsames Denken, Trading-Psychologie von Norman und die Biologie der Angst von Gerald Hüther, sind in meinen Augen absolute Must-Reads. Ich habe die Links, wie gesagt, in die Chatbox gestellt. Lest euch die oder bestellt euch die sehr gerne. Jetzt zur Sommerzeit für den Urlaub, glaube ich, sind das absolut erstmal erschwingliche Bücher. Die sind nicht super teuer. Und zum anderen bringen die euch sehr, sehr viel weiter, weil die euch beginnt sehr, sehr intensiv auch mit euch selbst zu beschäftigen und zu hinterfragen, warum ihr tut, was ihr tut. Gut, also wir kommen zurück zum DAX, Symbol. Und was wir jetzt machen wollen ist, und mir fällt gerade übrigens auf, das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich mache mal kurz ein Word-Dokument auf. Ich habe hier, glaube ich, nämlich ein kleines Problem. Wenn wir jetzt hier mit einem Editor arbeiten, das ist das Problem dahingehend, weil das ist einfach unübersichtlich, ne? Also zumindest für so etwas. Für Trading-Setups als solches ist es zwar schön und gut, aber so. Also wir formulieren ja das mal für den DAX Basisstrategie. So, das sind die Kernparameter, die ich jetzt schon mal ausgerechnet habe. Und jetzt passiert bei FX Blue was ganz Interessantes. Das nehme ich gleich wieder raus, aber ich will das mal ganz kurz erklären. Das Interessante ist nämlich, wenn ich mir jetzt so eine Nachbetrachtung hier anschaue, dann fällt auf, dass der Net Profit aktuell minus 76 Euro ist, also etwas mehr als 1%. Wir erinnern uns aber zum Beispiel daran, die Basisstrategie, die ich jetzt hier trade, die ist offensichtlich nicht die, die ich jetzt gerade ja auch hier vorgestellt habe. Also das heißt für dieses Event explizit. Und das Interessante an dieser Strategie ist jetzt, dass gestern zwar ein kleiner Verlust entstanden ist, aber die 50 Euro, die jetzt hier noch mit drin stecken, also 1% minus, aus dem Trade resultieren, die wir, also minus 1% aus dem letzten Live-Trading, was wir hier gemeinsam gemacht haben. Was wiederum bedeutet, wir müssten eigentlich dieses Gesamtergebnis um einen Trade nochmal reduzieren und nochmal 50 Euro hiervon eigentlich wegnehmen, um dann eben festzustellen, dass das Minus sich auf ein halbes Prozent beläuft. Also, wie gesagt, wir aktuell relativ unspektakulär uns mit dieser Strategie präsentieren. Der Hauptteil der Verluste offensichtlich aus dem euro-japanischen Yen resultieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was sehr wesentlich interessanter ist, ist nämlich hier der Average Loss zum Average, der Average Win zum Average Loss. Darüber kann ich wieder das sogenannte Payoff Ratio berechnen, ne? Also das bedeutet, ich kann jetzt an dieser Stelle eben diese zwei Zahlen ins Verhältnis setzen und werde dann feststellen, dass wenn ich 27,80 durch 31 Euro und 5 Cent teile, dass ich dann bei 0,895, also 0,9 ungefähr zu 1 lande. Das Problem jetzt bei FX Blue ist folgendes. FX Blue, wenn ich Teilgewinnmitnahmen zum Beispiel mache, berechnet der entsprechend hier diese Position einzeln. Also sprich, ich in meinem Trading-Journal sehe in einem Profit, der jetzt entstanden ist zum Beispiel, wo ich einen Gewinn, sagen wir mal, von 70 Euro oder sowas generiert habe, wo der Markt stark in meine Richtung getrennt ist. Ich habe einen 70-Euro-Profit für diesen einen Trade. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in diesem Trade aus dieser Position, aus der Ursprungsposition, in zwei Tranchen ausskaliere, also ich nehme einen Teilgewinn, also die Hälfte mit, wenn der Markt so eine starke Übertreibung formuliert hat und setze dann zu einer Korrekturbewegung an und
schafft es nach dieser Korrekturbewegung nicht, die Hochs rauszunehmen und ich werde dann rausgenommen, dann habe ich zwei Ausstiege aus der Position, wodurch ich mir allerdings im Schnitt ein für beide Trades kleinerer Gewinn entsteht, also jeweils 35 Euro, der wird aber nicht aufsummiert auf die 70 Euro. So, das heißt also etwas anders, der durchschnittliche Gewinn fällt dadurch. Der durchschnittliche Gewinn fällt an dieser Stelle eben tatsächlich. Das ist etwas, was es dann so ein, also kurzen Augenblick, das ist dann etwas, was eben sich natürlich nachkorrigieren, was man nachkorrigieren eben tatsächlich muss. Das bedeutet etwa an die, Verzeihung, das bedeutet an dieser Stelle etwas anders. Ich habe hier jetzt eine Ist-Betrachtung ausgehend von meinen Aufzeichnungen im Trading Journal eben vorgenommen, die sich leicht, aber trotzdem aussagekräftig in meinen Augen von dem Ergebnis eben bei FX Blue unterscheidet. Ich habe dann eben hier eine sogenannte Ist-Analyse. Ja, also das ist das, was soll, in Anführungsstrichen, ausgehend von einem sehr, sehr langen, in die Vergangenheit reichenden 10 Jahre plus Backtest, der gefahren worden ist. Das ist das, was sein soll. Und das ist das, was aktuell eben gerade ist. Wir haben die Trefferquote hier von 41%, eine Verlustquote von 59%. Wir sehen also, trefferquotentechnisch sind wir offensichtlich unter dem, was erwartet werden darf, wirklich verlustquotentechnisch drüber. Und auch das Payoff-Ratio ist schlechter, also liegt unter dem, was eigentlich erwartet werden soll. Wir sehen allerdings dann unter, ja, oder Sie sehen unterm Strich, wir sehen grundsätzlich ausgehend hiervon ein negatives Gesamtergebnis. Nichtsdestotrotz, wir pendeln in einem Bereich, der noch okay ist. Also es ist jetzt nichts Dramatisches. Es ist primär in meinen Augen den aktuellen Marktbedingungen einfach geschuldet und demnach gibt es da nicht besonders viele Möglichkeiten, irgendwas zu intervenieren, außer zu hoffen, dass früher oder später mal eine schön trendige Bewegung auf den Weg gebracht wird. Anders als das, was wir eben jetzt hier gerade produziert bekommen. Ein choppiges Seitwärtsgeschiebe ohne wirkliche trendige Struktur in irgendeiner Form. Das, was wir gerne sehen wollen, ist das, was wir letzte Woche Dienstag zum Beispiel zu sehen bekommen haben, als dieser Break über die 12.600, 650 auf den Weg gebracht worden ist. So, folglich bleibt ja nur eine Möglichkeit, diese Performance aktuell, dieses Loch, in dem man sich da wiederfindet, zu erklären. Wir müssen uns auf den euro-japanischen Yen fokussieren und auf die Strategie, die diese eben hier hervorgeworfen oder hervorgebracht hat, das Ergebnis, was bis jetzt hervorgebracht worden ist. Auch hier habe ich schon was vorbereitet. Das mit den Simulationen, da fokussieren wir uns jetzt wirklich nur auf den Euro. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und dann zeigt sich übrigens auch da, dass ich da grundsätzlich noch relativ guter Dinge bin, so formuliere ich es mal. Also nicht wirklich nervös werden kann, weil das einfach dazugehört. Das ist das, was sich auch hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum als soll herauskristallisiert hat. Trefferquote von 47% bei dieser Herangehensweise, Verlustquote von 53%. Und ein Payoff-Ratio von 1,3 zu 1. Wir können mit diesen Parametern unseren EW, den Erwartungswert, ausrechnen. Da landen wir wieder bei 0,47 multipliziert mit 1,3. Wir ziehen davon ab, die 0,53 multipliziert mit der 1. Dann erhalten wir 1,3, 0,61 minus 0,53. Auch da sind wir wieder bei dem klassischen 8 Cent pro Euro, die wir auch schon aus der DAX-Strategie kennen oder auch zum Beispiel aus einer S&P-Strategie kennen. Das ist das, was wir erwarten dürfen. Das ist ein positiver Erwartungswert, also folglich eine positive Handelsstrategie oder eine profitable Handelsstrategie, die ja offensichtlich gerade, wie gesagt, nicht die optimalen Marktbedingungen eben vorfindet. So, also so viel zum Erwartungswert dieser Strategie. Und jetzt können wir natürlich schon mal so einen ersten Blick darauf werfen. Wo stehen wir denn erstmal? Also, was ist denn unser Ist? Moment. Was ist denn unser Ist aktuell? So. Und da haben wir dann die TQ. Wir haben die VQ und wir haben das Payoff-Ratio. Schreibe ich hier schon mal so hin. Und die können wir uns natürlich ziehen von FX Blue an dieser Stelle. Also, wir haben eine Trefferquote von 30% da. Ja, 27 Trades, nur 8 Gewinner.
19 Verlierer aktuell. Folglich haben wir eine Verlustquote von 70%. Und ergänzend hierzu kommt ein Payoff-Ratio. Also das heißt, die Male, das wird sich jetzt gleich zeigen, wenn ich wenigstens mal richtig liege, kommt der Markt aber auch nicht so wirklich aus dem Knick. Da kommt kaum was bei rum. 20,94 zu 25,37. So, das kann ich ausrechnen und das ergibt sich dann zu 0,82 zu 1. So, was besagt das? Na, das besagt nicht nur, dass die Trefferquote ganz offensichtlich exorbitant unterhalb dessen liegt, was wir eigentlich erwarten sollten mit dieser Handelsstrategie, sondern es zeigt eben auch, dass das Payoff-Ratio hier das impliziert, dass wenn der Markt mal für uns läuft, dass er offensichtlich nicht in der Lage ist, so für uns zu laufen, dass wenigstens mit diesen unterdurchschnitt liegenden Treffern dann wenigstens noch attraktive Gewinne generiert werden, sondern selbst da kriegt der Markt es eben nicht hin, wirklich dann durchzulaufen. Ich will das an einem Beispiel mal zeigen von vergangener Woche. Moment hier. Ich will das mal kurz an dem Beispiel zeigen. Und zwar, wenn wir auf den Euro-Yen gehen, von letzter Woche Dienstag. Oh, Moment. Das mal hier, zack. Und will mal schauen, dass ich hier mit einer Form arbeite. Das war, das kommt mal eben so. Ich will mal schauen, dass wir das vielleicht ein bisschen heller machen. Zum Beispiel gelb. So. Also, das sehen wir hier. Ich will das jetzt nicht alles einzeichnen mit der Open Range, die da getradet oder Asia Range, die da getradet worden ist und dergleichen, sondern worum es mir geht, ist einfach mal zu zeigen, der Stop dieses Trades lag hier. Das war das Hoch. Ne, Moment. Lag sogar noch ein Stück weit höher. Hier lag er, da. Da lag der Stop in diesem Bereich. Also, wir sind weit davon weg gewesen, bei dieser Gegenbewegung hier ausgestoppt zu werden. Aber was ich sagen kann, ist, dass nachdem der Markt dann hier tatsächlich auf der Unterseite angelaufen war, und hier eine kurze Übertreibung auf der Unterseite gesehen hat, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde um 10 Pips und stattdessen sogar zu einer Reversal-Bewegung kam, die dann dazu geführt hat, dass wir unterm Strich, ich glaube, einen kleinen Profit noch generiert haben, der natürlich als Gewinn ausgewiesen wird. Es waren, glaube ich, 0,2 oder also 20 Cent in irgendeiner Form, die da abends dann, als der Trade rausgenommen worden ist, generiert worden ist. Was natürlich zeigt, das ist so ein Paradebeispiel dafür. Der Markt, der erreicht nicht nur nicht unser Ziel, sondern wenn er zurückkommt, produziert er anschließend, er kann sich noch nicht mal in diesem Bereich stabilisieren, ja, produziert er anschließend einen kleinen Gewinn, der dann wiederum negative Auswirkungen auf unser Payoff-Ratio hat, weil er eben als kleiner Gewinn gelistet wird, als kleiner und dadurch den durchschnittlichen Gewinn noch einmal reduziert. So, also das sind alles andere als optimale Marktbedingungen gerade. Und wir laufen definitiv signifikant unterhalb dem, was wir eigentlich erwarten sollten mit dieser Strategie, aber es gehört eben dazu. Und wie gesagt, das ist das Nächste. Es ist vor allem normal. Und das ist das, wo wir eben jetzt eine zweite Möglichkeit sehen, neben dieser Soll- und Ist-Betrachtung. Diese Soll-Betrachtung, die ergibt sich aus, wie gesagt, einem Erwartungswert oder beziehungsweise aus einer detaillierten Betrachtung, Nachbetrachtung unseres Tradings, via eines Backtests eben entsprechend. Das heißt, wir beobachten unser Muster, wir sagen, das sieht profitabel aus und dann lassen wir das über eine sehr, sehr lange Anzahl von Trades eben mal in der Vergangenheit laufen und schauen, ob das wirklich funktioniert hätte, wenn ich das immer wieder und immer wieder und immer wieder umgesetzt hätte. Was übrigens interessant ist bei solch einem Backtest, ist natürlich, auch dort tauchen solche Phasen auf, wie sie aktuell auftauchen. Das heißt also, es gibt einfach mal Phasen, in welchen die Handelsstrategie wahrscheinlich nicht besonders gut performt haben wird, weil einfach zum Beispiel für ein Breakout-System Marktbedingungen bestimmte Grundvolatilitäten, Marktrauschen bedürfen. Und wenn du diese Grundvolatilität und dann auch das Momentum, was dafür benötigt ist, um diesen Trend in die jeweilige Ausbruchrichtung auf den Weg zu bringen, wenn du das nicht siehst oder wenn das nicht auftritt, dann ist das einfach mal ein Marktumfeld, was als nicht günstig bezeichnet werden muss. Und was natürlich negative Auswirkungen auf die Gesamtstrategie hat, zumindest zu derjenigen Zeit, zu der jeweiligen Zeit, aber sie ändern sich eben auch wieder zu den Gunsten des Traders und sind dann in der Lage, wieder ein positives Gesamtergebnis zu generieren.
Gut, also auf jeden Fall zeigt diese Soll-Geschichte eben hier, das, was wir im Großen und Ganzen in der Vergangenheit haben erwarten dürfen, dass dieser Erwartungswert positiv war. Die Ist-Analyse zeigt, dass das offensichtlich gerade alles andere als optimal ist. Was man jetzt machen kann, ist natürlich Folgendes. Man kann ausgehend von diesem Soll, kann man natürlich auch eine sogenannte Simulation fahren. Und das bedeutet, etwas anders formuliert, wenn auch hier ungefähr im Schnitt ein Trade pro Tag generiert wird, dann haben wir bei 500 Trades 2 Jahre, die wir nachbetrachten können. Jetzt gehen wir wieder auf die Monte-Carlo-Simulation. Startkapital 5.000 Euro, 500 Trades. Wir haben eine Trefferquote von 47%. Wir haben wieder 15 verschiedene Kapitalkurven, die wir uns simulieren lassen. Und dann gehen wir hier auf 1,3 zu 1 und auch hier auf ein Risiko, sagen wir, von 0,8%. Also nicht ganz aggressiv, aber 0,8% ist passabel. Ich klicke auf Simulation starten und sehe, es sieht schon mal nach 2 Jahren nicht so schlecht aus. Es gibt immer noch eine Kapitalkurve, kann man hier unten erkennen. Die hat dann eine Zeit lang doch mal einen sehr signifikanten, oder sehr signifikantes, brutal. Also es gab einen Kapitalrücksetzer, der uns offensichtlich hier auf 4.000 Euro im Tief gepusht hat. Und oder ein bisschen tiefer, 3.800 waren es hier. Und demnach haben wir mal einen Rücksetzer gesehen, trotz 0,8% von, also Risiko pro Trade, von eben in dem Fall hier 20%. Aber unterm Strich nach 2 Jahren haben dann doch sehr, sehr viele Strategien eben entweder wieder im Bereich um das Ausgangsniveau getradet. Ja, also da haben wir sicherlich noch ein paar Meter machen müssen. Aber desto länger wir traden mit einem positiven Erwartungswert, desto wahrscheinlicher werden alle Kapitalkurven im positiven Bereich verweilen. Aber unterm Strich muss man auf jeden Fall sagen, sieht man hier, haben von den 15 Kurven 14 auf jeden Fall nach 2 Jahren eine positive Gesamtperformance. Die einen signifikant besser, da gibt es sogar fast einen Verdoppler. Also wenn du hier auf der richtigen Seite der Varianz aufwachst, dann bist du in der Lage, mit einem relativ einfachen Handelsansatz eine ordentliche positive Performance zu generieren. Im Schnitt auf jeden Fall sehen wir eine Performance von roundabout fast 40%. Also das ist die Durchschnittsperformance, das ist wieder die weißfarbene Linie, die landet bei 38% ungefähr. Also das heißt, wir haben aus dieser Perspektive alleine schon mal eine wirklich solide Herangehensweise, wo es im Grunde genommen nur geduldig eines immer wieder und immer wieder und immer wieder Handelns der Strategie bedarf. Und früher oder später wird eben tatsächlich sich dieser positive Erwartungswert dann ausspielen. Natürlich verändern sich Marktbedingungen auch, dahingehend, dass dann profitable Handelsstrategien plötzlich unprofitabel werden. Das wiederum kann aber dann dadurch wieder deutlich reduziert werden, dass man eben zum Beispiel Marktbedingungen mit berücksichtigt, zum Beispiel niedrig volatile Marktbedingungen versucht, die Positionskurse zu reduzieren, was wir jetzt an der Stelle zum Beispiel nicht tun. Aber das wäre eine Möglichkeit. Eine alternative Möglichkeit besteht natürlich auch zum Beispiel dann darin, Risiken oder nicht Risiken, was wollte ich jetzt sagen? Positionskurse reduzieren. Beziehungsweise einen langen Backtest, das war es, was ich sagen wollte, ein langes Backtest-Resultat heranzuziehen. Also sprich, zum Beispiel nicht nur auf die letzten 12 Monate einen Backtest zu fahren, wo das Marktumfeld einfach günstig hat sein können, sondern vielleicht die letzten 5 Jahre, selbst bei solch einem Handelsansatz, vielleicht die letzten 10 Jahre auch heranzuziehen. Daran, wo es natürlich oder worauf es an der Stelle natürlich ankommt, ist, eine möglichst große Sample Size nicht nur an Trades zu haben, sondern auch einen großen Datensatz zu haben an Daten, die man analysieren kann. Also das heißt, die dann vom Broker zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden, um solche Backtests fahren zu können. Also, das bedeutet etwas anders formuliert, aus der Perspektive ist das schon mal etwas, was uns mental sehr stabil werden lässt. Das, was jetzt noch ergänzend hinzukommt, ist etwas, was man auf gar keinen Fall unterschätzen dürfte. Und deswegen habe ich es auch ganz explizit hier mit aufgenommen, nämlich die maximale Anzahl folgender Gewinner beziehungsweise maximale Anzahl folgender Verlusttrades, die auftreten. Es ist durchaus denkbar, dass mal 12 Gewinner in Folge auftreten. Und man kann sich vorstellen, das ist echt cool, weil wenn ich nämlich hier im Schnitt dann, jetzt sagen wir mal Pi mal Daumen ungefähr 1,3% verdiene und wir haben nur 10 Gewinntrades in Folge, dann mache ich innerhalb von 10 Trades in Folge 13% Performance. Also kriege ich einen richtigen Performance-Boost. Und ich wäre jetzt auch nicht traurig übrigens, wenn das innerhalb der nächsten Wochen stattfinden würde, denn es wäre ohne Probleme in der Lage, aus dem bis dato noch negativen Ergebnis ein positives zu zaubern. Ja? Zu zaubern ist tatsächlich jetzt sehr, sehr abwertend gemeint, weil eben das, worauf ich mich hier beziehe, es ist mathematisch ja eine Gewissheit. Ja? Also
Beziehungsweise, es ist jetzt noch keine mathematische Gewissheit, es kann auch sein, dass mal nur 10 Gewinner in Folge auftreten. Aber irgendwo so in diesem Bereich kommen wir schon ungefähr raus. Ja, also das ist tatsächlich, es ist möglich, solche Serien zu sehen zu bekommen. Gleichzeitig ist aber eben auch möglich, zum Beispiel 12 Verlusttrades in Folge zu sehen. Das ist etwas, was der Tatsache geschuldet ist, dass unsere Trefferquote leicht schlechter als 50% ist. Und wenn man schon mal das Spiel Kopf oder Zahl mit jemandem gespielt hat oder vielleicht auch mit sich selber gespielt hat, macht man einfach mal Folgendes. Wenn einem jetzt langweilig ist und wenn man nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll, setzt man sich einfach mal mit einer Münze an den Schreibtisch und werfe die einfach mal so 100 Mal und dokumentiere jedes Mal, wann Kopf oder Zahl auftritt und dokumentiere auch mal, wie oft es zum Beispiel vorkommt, dass 5 oder auch 10 Mal in Folge Kopf oder 5 oder 10 Mal in Folge Zahl eben tatsächlich auftrifft. Das ist im Trading eben tatsächlich nichts anderes. Was anders formuliert bedeutet, wenn ich solche maximalen aufeinanderfolgenden Verlustserien sehe und aus einer Simulation in der Lage bin, eben mir vor Augen, das wirklich vor Augen zu führen, dass das auftritt, dann habe ich an dieser Stelle eine unglaublich gute Möglichkeit, meine mentale Stabilität eben eine mentale Stabilität aufzubauen. Denn zum Beispiel kann ich jetzt auch sagen, das ist 2 oder 3 Wochen ist das her, da habe ich jeden Tag einen Verlust gesehen im Euro-Yen. Jeden Tag. Es war Montag Verlust, Dienstag Verlust, Mittwoch Verlust, Donnerstag Verlust, Freitag Verlust. Also nur auf den Euro-Yen bezogen. Das sind 5 Tage in Folge und Fakt ist, und das wiederum schließt auch sehr, sehr schön den Kreis zu der Überlegung, die ich ja schon mal formuliert habe. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon, Handelsansätze einfach nur blind zu kopieren. Also, beziehungsweise ich rate allen davon ab. Voraussetzung ist natürlich, dass man hier mit diesen Zahlen derzeit noch nichts anfangen kann. Sobald man damit etwas anfangen kann, schaut die ganze Situation ganz anders aus. Dann kann man auch Handelsansätze ohne Probleme tatsächlich einfach übernehmen und durchhandeln. Aber das gemeinhin bekannte Phänomen ist eigentlich jenes, dass man im, ich mal kurz überlegen, einen Augenblick, ich muss mal kurz was, ah ja, das, was faszinierend ist, ist nämlich, dass wenn man dieses Vertrauen, was in das Erstellen einer Handelsstrategie eben fließt, durch eben das Analysieren bestimmter Daten oder großer Datenreihen beispielsweise, das klare Formulieren einer Handelsidee, dass man weiß, was steckt eigentlich in einer Handelsstrategie drin und so weiter und so weiter. Wenn man diese Arbeit nicht selbst gemacht hat, sondern jemanden anderen hat für sich machen lassen, dann kann man dieses Vertrauen, was so essentiell nötig ist, um seinen Handelsansatz auch durchzuhandeln, auch in Phasen, wo es schlecht läuft, unmöglich aufbauen. Das ist immer dieses Beispiel. Ich habe es immer mit den Turtles beispielsweise und ich finde, das ist am einprägsamsten. Deswegen wiederhole ich diese Geschichte auch immer wieder. Die Turtle Trader, das ist ja eine Geschichte, die geht zurück auf William Eckert und Richard Dennis, zwei sehr, sehr erfolgreiche, tatsächlich Trendfolgetrader, die in den 70ern oder 80er Jahren sich die Frage gestellt haben, ob es möglich ist, profitable Trader zu züchten. Und einer von den beiden oder beide auch zusammen haben in Singapur dort einen Schildkrötenzüchter gesehen und haben ausgehend hiervon ihr Experiment Turtle Trading Experiment genannt und haben dann eine Annonce geschaltet, die dann eben Trader gesucht hat, wo das Ziel eben war, diese profitabel werden zu lassen. Die sind mit einer Handelsstrategie ausgestattet worden, Basics, also Basiswissen rund zum Thema Trading von William Eckert und Richard Dennis, beide übrigens gecovert in einem Buch, na, wie heißt es? Beide gecovert in einem Buch namens Magier der Märkte. Also wissen beide absolut, wovon sie sprechen. Also sind wirklich grundsolide, sehr, sehr erfolgreiche Trader eben gewesen. Und nichtsdestotrotz, trotz der klaren Vorgabe, Regeln, die befolgt wurden, ist es eben tatsächlich so gewesen, dass in diesem Zusammenhang die wenigsten, also tatsächlich also 90% und auch mehr, es nicht geschafft haben, diese Regeln einfach umzusetzen. Und das hat damit zu tun gehabt, weil eben die nicht dieses Vertrauen in die Handelsansätze haben aufbauen können, welches nötig ist, um diesen Handelsansatz auch in schlechten Phasen durchzutraden. Eine erste Möglichkeit dazu, um sich vor Augen zu führen, dass solche schlechten Serien auftreten, ist an jener Stelle, wo ich eben solche Simulationen laufen lasse und dann hier die maximal aufeinanderfolgende Zahl von Gewinnern, aber ganz besonders eben auch maximal anzahlende Serie von Verlusten eben tatsächlich dokumentiere. Also, oder ich formuliere es mal um. Wenn wir uns jetzt nochmal diese Statistiken hier anschauen, ich habe zum Beispiel für heute kein Problem, die Short-Seite im Euro-Yen zu traden. Symbol Direction.
trotz der Tatsache, dass ich aus den bis jetzt generierten 12 Trades, also man sieht, das ist ein Verhältnis nahezu von 50-50. Ja, das heißt, es werden genauso viele Gewinn- wie auch Verlust-Trades generiert. Das heißt, die Gewinn-Trades, die sollten sich dann auch entsprechend unabhängig von der Seite zu jeweils 50-50 ungefähr aufteilen. Vielleicht 47, mal gibt es eine bessere Serie auf der Short-Seite, mal eine bessere Serie auf der Gewinnseite, aber alles in allem sollte sich das in diesem Bereich dann ungefähr tummeln. Wenn man sich mal hier anschaut, ich habe jetzt seit Beginn dieses Experimentes den Major-Teil der Verluste im Euro-Yen tatsächlich auf der Short-Seite erlitten. Also sprich, ich habe, es gab einen einzigen Gewinntrade, einen einzigen und 11 Verlusttrades. Und in der Tat ist selbst der eine Gewinntrade verhältnismäßig klein ausgefallen. Ja, also es war wirklich, war kein besonders, Moment, Gross Profit, 16,84 €. Muss mal kurz, ach wohl, doch. Doch, der war ganz okay. Der war ganz okay, Verzeihung, jetzt logisch. Aber wenn ich ja jetzt gerade sehe, Gross Profit, okay. Bei den ganzen Verlusten, die jetzt mittlerweile da zusammengekommen sind, da kommt man manchmal ein bisschen durcheinander. Dann war das ein Gewinner auf der Buy-Side. Also auf jeden Fall auch völlig egal. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Der ein oder andere, der würde jetzt schon ausgehend von diesem Verhältnis, wo nur 8%, also einer von 12 Trades auf der Gewinnseite im Sell-Bereich war, würde komplett die Hoffnung verlieren. Man würde wahrscheinlich sagen, das trade ich nicht weiter. Man kann das auch nochmal aufsplitten und sieht, auch hier sind 10, 11 Verlusttrades sind realistisch und normal. Aber, und jetzt kommt's, das ist nämlich genau das, was ich meine mit von wegen Induzieren von rationalem Denken. Fakt ist eben auch, jetzt aufzugeben, wäre in meinen Augen fatal. Nicht, dass ich jetzt sagen kann, dass der nächste Trade ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Das ist mir nicht möglich. Also die Statistik bleibt bei roundabout 50-50, ja, für diesen Ansatz, auch für die Short-Seite. Und das auch da ist, der nächste Short-Trade, der generiert wird, vielleicht ist heute der nächste Tag, wo ein Short-Trade generiert wird. Ich mal kurz hier, nehme ich ihn raus. So. So. Wir müssen mal abwarten, ob da überhaupt. Oh, der DAX zieht nach oben weg. Das ist natürlich sehr schön. Da können wir gleich mal drauf eingehen. 6.12.700 laufen wir jetzt gerade an. Also war meine Einschätzung doch mit der Long-Seite nicht unbedingt so verkehrt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Ich werde gleich mal gucken, was der Grund dafür ist. Aber auch jetzt übrigens, jetzt gibt es endlich Action und jetzt geht er trotzdem nicht drauf ein. Ich will kurz den Gedanken von Euro-Yen weitergeben. Ihr seht aber, ich bin überhaupt gar nicht irgendwie jetzt völlig aufgeregt und wow, jetzt geht es hier aufwärts. Und es ist halt part of the game. Es gehört dazu. Ich gehe davon aus, dass da auch mal sich früher oder später wieder ein Verlusttrade ansammeln wird. Also tatsächlich in der Vergangenheit. Irgendwann muss man auch mal auf der richtigen Seite aufwachen. Aber ich kann aktuell nichts weiter machen. Also jetzt beispielsweise erstmal dem Markt den Raum geben, damit er sich in meine Richtung entwickelt. Ich habe nicht mehr Möglichkeiten dazu. Ich bin aktuell einfach an das, was der Markt mir gibt, gebunden und bin froh über jeden Punkt, den der Markt mir gibt, wenn man so möchte. Und deswegen werde ich da jetzt nicht irgendwie aufgeregt. Also bevor ich mich aber jetzt schon verhaspel, ja, ich gehe gleich drauf ein, erst auf den Euro-Yen-Gedanken nochmal. Es kann jetzt durchaus sein, natürlich, wenn diese Kerze schließt in 20 Minuten, sieht erstmal danach aus, als wenn wir dann wieder eine Short-Setup eben hier formulieren. Weil der Switch dann, wir handeln dann nämlich unterhalb dieser blaufarbenen Linie, das ist unser Trendfilter. Und das bedeutet, sollte zwischenzeitlich jetzt nicht hier der Push auf der Oberseite erfolgen und diese Buy-Order getriggert werden, dann wird eben entsprechend dieser Buy-Stop zu einem Sell-Stop umfunktioniert. So. Und das ist wieder eine 50-50-Angelegenheit. Fakt ist aber, und das ist das Interessante, Fakt ist eben, ich weiß, dass bei solchen 50-50 Trades, wenn ich mir diese jetzt hier anschaue, ja, auch wenn sich das eigentlich auf die Gesamtheit aller Trades bezieht, also Long Trades, Short Trades, dass nichtsdestotrotz sich eine Serie von in dem Fall zum Beispiel 12 Verlusttrades in Folge bei solch einer Trefferquote, 14 Verlusttrades in Folge, 13, also irgendwo so in diesem Bereich, das wird sich früher oder später wird sich das einstellen. Und genau in diesem Umfeld finde ich mich gerade wieder. Ich finde mich gerade in solch einem Umfeld wieder, in dem ich einfach mal auf dann an der Stelle 12 Trades in Folge oder 10, es waren glaube ich 9 und dann kam im 10. Trade mal ein Gewinner, dass so etwas einfach auftritt. Es ist passiert. Ja, es passiert einfach solche schlechten Serien. Nichtsdestotrotz, und das ist das, was ich meinte, wenn man sich das vor Augen führt und wenn man weiß, was man erwarten darf, dann macht es an dieser Stelle jetzt durchaus Sinn, an diesem Ansatz ohne diesen zu hinterfragen, festzuhalten, weil es auf natürliche Art und Weise zu solch einer sogenannten Mean Reversion kommen wird. Sprich also, wir haben jetzt hier zum Beispiel auf diese, und jetzt gehen wir wieder auf die Gesamtzahl aller Trades, wir haben 27 Trades.
Das ist noch keine Aussagekraft aus statistischer Perspektive. Das ist nichts. Aber mal angenommen, wir haben jetzt nochmal 23 Trades mehr. Also wir gehen jetzt von Ende Juli, vielleicht springen zu Ende August. Da wird übrigens das nächste Live-Trading stattfinden. Ich bin mal gespannt, wo wir uns dann einpendeln. Vielleicht schauen wir dann schon wieder über Wasser. Ja? Wenn wir jetzt von heute, von diesen 27 Trades, nochmal einen Monat in die Zukunft gehen auf 50 Trades, dann ist die Sache tatsächlich jene, dass es ja sein kann, dass wir von dahin dann wieder zurückpendeln in den Bereich um die 50% Trefferquote, vielleicht auch nur 45%. Das Interessante ist aber, dass wir natürlich, um dahin zu kommen, eine relativ einfache Kalkulation machen müssen. Das ist natürlich jetzt, also Statistiker werden jetzt mir die Hände im Kopf zusammenschlagen, aber einfach um das, um die Idee dieses Mean Reversion Prinzips zu illustrieren. Also wir haben jetzt auf, was haben wir gesagt, 26, 27 Trades, 27 Trades, 30%. Ja. So, jetzt stellen wir uns folgende Frage. Wie könnte es denn theoretisch vielleicht nach 50 Trades ausschauen? Wenn unser Soll 45%, also TQ 45% ist. Das ist natürlich jetzt auch noch die Frage, wie sehen die durchschnittlichen Gewinner zu durchschnittlichen Verlusten aus? Also die könnte auch gerne das System behalten, wenn das jetzt immer nur so ganz kleine Gewinner sind, weil der Markt kurz einen Breakout macht und dann oberhalb des Breakout-Levels auspendelt. Also das bringt uns dann auch nicht wirklich weiter, sondern was ich dann möchte, ist der Breakout plus dann auch entsprechendes Laufen in unsere Richtung. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Trefferquote hier von 45% jetzt nach dann 50 Trades haben. So, dann hieße das etwas anders formuliert, dann haben wir eine Differenz von den 27 zur 50 von 23 Trades. So, und bei 23 Trades, wenn wir die jetzt mit 45% multiplizieren, dann landen wir bei 10,3. Also wir runden das jetzt mal auf, ganz 11 Gewinner. Ja? Verzeihung, das ist natürlich Quatsch, was ich jetzt gerade mache. Verzeihung, das ist natürlich Blödsinn. Nicht die 23 Trades, 50 Trades brauchen wir natürlich, die Gesamtheit, 50 Trades. 50 Trades sind 23 Gewinner. So, brauchen wir 23 Gewinner. Das sind also 23 Trades, die wir jetzt hier haben. Die kopiere ich da mal raus ganz kurz. Die haben da jetzt noch nichts verloren. Ein bisschen weiter nach unten. So, jetzt heißt das also, wenn wir eine Trefferquote haben hier von 30%, dann heißt das etwas anders. 27 mal 0,3, das sind also 8 Gewinner. Okay, also 8 Gewinner auf die 27 Trades. Auf die 50 Trades sind es 23 Gewinner. Das heißt also, damit wir auf unseren Soll kommen von der Trefferquote von 45%, müssten wir auf die nächsten 23 Trades, die wir brauchen, um jetzt von 27 auf 50 Trades zu kommen, also auf diese 23 Trades, um auf den Soll von 45% zu kommen, brauchen wir also weitere 15 Gewinntrades. Das ist die Differenz von 23 zu 8. Ja, das ist die Differenz von 15. Also das heißt, etwas anders formuliert, wenn ich 15 von 23, vorausgesetzt, das geht sich so aus, das muss man natürlich abwarten, das wäre schön, wenn es sich so ausgeht, aber dann habe ich zum Beispiel eine Trefferquote auf die nächsten 23 Trades von dem Großen und Ganzen wahrscheinlich 65%. Vorausgesetzt, wir pendeln zurück zu unserem Soll. Ne? Das kann sich noch eine lange, lange Zeit so darstellen. Aber das, was wir hier an der Stelle machen, ist, wir arbeiten mit klaren Zahlen. Wir arbeiten mit Zahlen, die natürlich in der Form natürlich spekulativ sind, weil wir nicht wissen, ob jetzt tatsächlich sich dann auf die nächsten 23 Trades dann unterm Strich eine Trefferquote von 45% ergibt, die dann aus diesen, das wissen wir nicht. Aber das, was wir machen, ist, wir arbeiten an dieser Stelle eben mit klaren Zahlen und einer grundsätzlichen Idee, die unabhängig davon ist, ob wir darauf spekulieren, dass wir auf der richtigen Seite im Markt aufwachen oder nicht. Also im erweiterten Sinne spekulieren wir schon, ob das richtig oder falsch, aber darauf, wo ich hinaus möchte, ist, dass es ja nicht selten ist, dass wenn man sich in solch einem Drawdown wiederfindet, dass man dann sich in solch einer, ich nenne sie jetzt mal Drucksituation wiederfindet, in welcher man sagt, na, ich muss aber jetzt mal auf der richtigen Seite aufwachen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann analysiert man noch mal ein bisschen mehr. Und dann wird hier noch eine Linie eingezogen und da wird noch ein gleitender Durchschnitt reingezogen und so weiter und so weiter. Und das ist genau das,
was eben an dieser Stelle durch dieses Arbeiten mit Zahlen, mit konkreten Zahlen vermieden werden soll. Und das, was wir hier machen, ist im Endeffekt so etwas, was man dann als Mean Reversion bezeichnen kann. Also sprich, wir pendeln zum Normal zurück und offensichtlich mit einer dann überdurchschnittlich hohen Trefferquote, die normalerweise nur 47% beträgt, aber die jetzt zum Beispiel, sollte es uns gelingen, in den nächsten 23 Trades in diesem Bereich zurückzupendeln, plötzlich bei 65% liegt. Ob es dann so kommt, wir hoffen es. Ob es so sein wird, wissen wir aber nicht. Das werden wir in einem Monat von jetzt dann eben sehen. So, und jetzt endlich der Blick zurück auf den DAX, der endlich in unsere Richtung läuft. Also 6,88 traden wir jetzt gerade. Und ich will mal kurz hier schauen. Vielleicht hat es auch jemand schon in die Chatbox geschrieben. Okay. So, ein Augenblick, jetzt muss ich mal kurz gucken. Muss man hier in der Chatbox gucken, müssen aufgeräumt. Nein, an Freddy ganz kurz die Frage: Hast du Joe Dispenza gelesen? Nein, dazu bin ich noch nicht gekommen. Ich habe das Buch auch tatsächlich noch nicht bestellt, aber ich habe es auf meiner, wie heißt das Neudeutsch, Watchlist. Also ich werde es mir früher oder später auf jeden Fall zu Gemüte führen, aber ich bin derzeit tatsächlich noch nicht dazu gekommen. An Elena, der Dunning-Kruger-Effekt, der greift nicht nur oft, der greift immer. Beim Trading. Also ich habe bis jetzt noch keine andere Erwartung, keine andere Erfahrung gemacht in irgendeiner Form. Ich will dazu noch mal ganz kurz eine Grafik hier aufmachen, kurz noch einen Blick. Ich will das noch mal eben zeigen, wie sich der darstellt, während ich dann parallel die Frage noch durcharbeite. Und habt ihr schon was zum Gucken? Ich glaube, die Grafik ist auch selbsterklärend und wird auch meinerseits tatsächlich in meinem Buch noch mal aufgegriffen. Genau in der Form auch. Einfach um das mal super gut zu illustrieren. Na, wo ist er denn jetzt? Oh, ein Augenblick. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich habe gerade festgestellt, die habe ich hier gar nicht drin. Tisch ist jetzt nicht so gut. Ein Augenblick. Ein Augenblick. So. So, bin sofort da. Also, so. So, Incoming Mail. da ist die Grafik. Und jetzt gucke ich mal kurz, kann man das hier mal vergrößern? Größe ändern? Ja, nein, kann man das nicht. Gibt es hier nicht so ein Plus? Ansicht. Da. Sehr schön. So, da ist die Grafik. Das ist, ja, wenn ich, dann scheinst du einen sehr, sehr hohen positiven Erwartungswert zu haben in deinem Trading. Das schreibt Ferdi gerade, ja. Ist dieser Simulator richtig programmiert? Wenn ich da meine Daten des letzten Handelsjahres eingebe, bin ich nächstes Jahr Millionär. Das ist durchaus möglich. Das könnte durchaus sein. Wenn du diesen Handelsansatz so stabilisieren kannst, abhängig von dem jeweiligen Tradingkapital, was du dort zur Verfügung hast, ist das denkbar. Das, wie gesagt, ist allerdings nur ein Simulator, der darauf abzielt, der aus vergangenen Daten natürlich dort oder mit basierend auf vergangenen Daten arbeitet, denn nur die stehen uns ja zur Verfügung und das dann entsprechend simuliert für verschiedene Verläufe, wie entsprechend getroffen wird. Also mit 1 und 0, das handelt sich dabei um eine Monte Carlo Simulation, die auf einer sogenannten Bernoulli-Verteilung basiert. Das ist aber durchaus denkbar. Das Problem ist natürlich, dass man hierdurch natürlich auch relativ zügig eine Erwartungshaltung formulieren kann, die vielleicht dann wiederum etwas hinderlich ist. Denn das ist natürlich etwas, was sein kann, dass man das dann wirklich erwartet, dass es so sein muss und nur so kommen darf.
was natürlich vermieden werden sollte. Aber alles in allem zeigt auf jeden Fall erstmal die Tendenz, konservativ gesprochen, dass du offensichtlich einen sehr, sehr guten Handelsansatz mit einem sehr soliden Erwartungswert eben tatsächlich hast. So, wie würde denn das Stop-Loss-Management im DAX ausschauen? Wie sieht es aus? Nun, tatsächlich, ja, was soll ich jetzt sagen? Nicht so spektakulär, wie du es dir vielleicht vorstellst. Also aktuell ist es tatsächlich so, dass ich weiterhin erstmal mit der Basisstrategie verweile. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Die Basisstrategie nochmal hat einen Time-Stop-Out, der dann entsprechend eben irgendwann in der Zukunft einsetzt. So. Was ich natürlich jetzt schon beginne, so ein bisschen, worüber ich mir anfange, Gedanken zu machen, ist, wie könnte denn jetzt zum Beispiel das zumindest aussehen, dass ich das Risiko aus dem Trade rausnehme? Damit ich das tue, müsste ich erstmal sehen, dass wir jetzt Minimum 100 Punkte gelaufen sind in meine Richtung, in dem Fall Long. Also sprich, das bedeutet, wenn wir jetzt nochmal 20 Punkte auf der Oberseite gehen, bis 27 ungefähr, dann ist der erste Moment, wenn ich anfange, über einen Break-Even-Stop nachzudenken, also einen Stop auf Break-Even dann nachzuziehen. Und alles Weitere hängt dann von den kommenden Marktbedingungen ab. Also sprich, anders formuliert, wenn ich mir zum Beispiel die Stunde jetzt hier betrachte, dann sehe ich, dass wir klar in einer Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs laufen, aber auf der Oberseite zum Beispiel noch Platz haben, bis 67 ungefähr. Also das ist der Bereich um die Region, um die Vorwochenhochs. Eventuell sogar es schaffen, diesen Bereich noch rauszunehmen. Also eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel, dass wir uns diese Differenz hier anschauen. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr grobe Herangehensweise, aber so. Nee, kann man das sehen? Das ist ja grauenhaft. Moment. Braun nehmen, kann man das erkennen? Ja. Dass man die jetzt hier ransetzt, so Pi mal Daumen ungefähr, und dass man sagt, vielleicht, wenn da jetzt wirklich Momentum aufgenommen ist, wo ich übrigens jetzt mal kurz schauen möchte, was war denn eigentlich der mögliche Trigger? Vielleicht gab es auch einfach nur einen kurzen Push auf der Oberseite. Ich weiß es nicht. Schon mal kurz hier schauen. Also grundsätzlich, also auf jeden Fall Möglichkeiten bestehen, dass wir nee. Dass wir vielleicht sogar die 12.800er Region anlaufen. Also ich will dem Markt dieses Potenzial einfach geben. Also ich will ihm einfach hier die Möglichkeit geben, sich zu empfüllen, zu entfalten und deswegen vermeiden, zu aggressiv mit meinem Stop jetzt hinterherzugehen. Ich sehe übrigens keinerlei News, die in irgendeiner Form dafür gut sind, den Impuls hier auf den Weg gebracht zu haben. Ich glaube auch nicht, dass der Wirtschaftsdatenkalender da mehr liefert. Squeeze-Bewegung. Na, also wenn vielleicht PMIs gewesen, ne? Dass das vielleicht eine Möglichkeit ist. Sieht so aus, als wenn es einfach nur eine Squeeze ist. Nachfrageüberhang und fertig. Also da gibt es keinen Treiber als solchen. Ja, also wie gesagt, ich hatte in meiner technischen Betrachtung für den heutigen Tag, hatte ich eingefangen gehabt, dass da die Möglichkeit besteht, dass wir mit Rückeroberung dieses Bereichs um der 560 bis 580 oder der ja wir sogar geöffnet haben, dass wir dann tief über die 12.600er Marke auf jeden Fall laufen können. Und das ist jetzt in dem Fall auf jeden Fall schon mal eingetreten. Auch jetzt hier schließt sich eigentlich so der Gedankengang meinerseits von zu Beginn des Webinars. Ich sagte ja, was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist tatsächlich die Short-Seite zu traden mit dem Handelsansatz. Wenn, wäre es eigentlich eher die Long-Seite. Und das, was wir jetzt gerade sehen, ist natürlich das Optimalszenario, weil ein bestehender Trade bereits sich offensichtlich in unsere Richtung entwickelt. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, jetzt bin ich aber traurig drum, dass ich jetzt hier gerade eben nicht den Breakout auf der Oberseite getradet habe. Denn, was wir nämlich zum Beispiel auch erkennen können, diese Kerze, die jetzt hier auf den Weg gebracht worden ist, wenn wir mal ganz genau hinschauen, haben wir noch in der Kerze zuvor unterhalb dieser blaufarbenen Linie getradet. Das heißt also, das ist ein plötzlicher Ausbruch auf der Oberseite. Ganz plötzlich, der erfolgt ist. Und das ist eben jetzt dann, ja, also es unterstreicht, dass es gut ist, offensichtlich aktuell mit der Shortseite sehr vorsichtig zu sein. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form möglich gewesen wäre, basierend auch um den Breakout-Ansatz dort eben tätig zu werden. Es scheint rein erratisch zu sein, rein zufallsgetrieben aktuell. Und wir wachen einfach auf der richtigen Seite der Varianz auf. Und jetzt, ja, ist eben wie gesagt, die Überlegung dahinter, die dahinter steckt,
dass wir vielleicht hier auf der Oberseite noch weiter marschieren. Sobald wir diesen Bereich, und wie gesagt, 27 ungefähr erreichen, liegen wir 100 Punkte vorne. Das wäre der Moment, wenn ich den Stop auf Break-Even nachziehe. Und dann schauen wir einfach darüber hinausgehend weiter, ob es noch reicht für einen Impuls in Richtung 67 bis 87 ungefähr auf der Oberseite. Okay, ja, das ist jetzt übrigens das Nächste. Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären, warum diese Bewegung jetzt initiiert worden ist. Jetzt gibt es erstmal das Market Profile, was alles geführt wird. Dann der Andreas schickt gerade hier den Link zu einer Webseite, Forest Life heißt die, die Einkaufsmanager-Indizes thematisieren, die besser als erwartet rausgelaufen sind. Fakt ist, und das ist genau der Punkt, es ist jetzt im Nachgang verhältnismäßig leicht, tatsächlich möglichen Treiber dafür zu finden. Darum, worum es aber geht, und ich hoffe, dass das hier aus diesen Ausführungen meinerseits im Laufe der letzten anderthalb, 2 Stunden klar geworden ist, ist, es geht nicht darum, jetzt hier einmal für die derzeitigen Marktbedingungen jetzt den Grund herauszufiltern, warum, wieso, weshalb, sondern es gilt jetzt erstmal dann, wenn man sagt, das war Market Profile zum Beispiel. Nehmen wir jetzt mal nur das Market Profile, welches man dann hier aus diesen und jenen Gründen eben diese Bewegung initiiert hat. Ich würde dann nach einem Verfahren herangehen, das nennt man auch im Online-Marketing, you should test that. Da gibt es auch ein Buch zu. Also wenn man dann wirklich davon ausgeht, dass das der Grund ist, warum der Markt jetzt diese Bewegung auf den Weg gebracht hat, dann wird es möglich sein, diesen Ansatz genau zu definieren, genau niederzuschreiben, dass das und das eben erfüllt ist, in der Vergangenheit erfüllt war und dazu geführt hat, dass unterm Strich ein positives Gesamtergebnis herausgekommen ist. Und wenn das wirklich dann tatsächlich so ist, dann ließe sich daraus ein profitabler Handelsansatz formulieren. Grundsätzlich ist es jetzt allerdings im Nachgang nicht wirklich sinnvoll, für einen Trade, für einen Kursverlauf, der in meinen Augen rein zufallsgetrieben ist, zu sagen, das ist jetzt der Grund, warum es so ist oder warum es nicht so ist. Ich bin nur froh, dass es so ist, weil ich offensichtlich long bin. Deswegen ist alles gut. Also, aber ich bin nicht long, weil ich damit gerechnet habe, dass ich da irgendwelche Market Profile Muster oder dergleichen form. Oder ich bin auch nicht long, weil ich darauf spekuliert habe, dass die PMIs long waren oder sonst dergleichen. Dann ich bin long, weil die von mir umgesetzte Handelsstrategie einen positiven Erwartungswert hat, die Basisstrategie positiv performt und dann entsprechend mein Ziel ist, diesen Erwartungswert nochmal positiver zu gestalten. Das ist das, worauf mein Trading abzielt. Und das ist etwas, was ich dann an der Stelle gerne so mit auf den Weg geben würde. Und wo es dann entsprechende Rückschlüsse eben zu ziehen gilt, weil jetzt kommt nämlich das Interessante. Jetzt kann man natürlich aus beispielsweise Market Profile, so einer Mode, so nenne ich sie jetzt mal, die jetzt gerade so ein bisschen auch Momentum aufnimmt, kann man natürlich dann wieder natürlich in der Lage sein, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist der Grund, weswegen diese und jene Bewegung auf den Weg gebracht wird. Aber daran, wo es wieder bei der Mehrzahl der Fälle scheitern wird, das langfristig umzusetzen. Also ich sage nicht, dass es nicht profitabel ist, dass man damit nicht profitabel arbeiten kann, aber es ist nötig, diese Vertrauensbasis aufzubauen und in der Lage zu sein, wirklich hier dann auch über klare Zahlen wirklich zu formulieren, dass das wirklich profitabel war in der Vergangenheit. Denn nur dann ist es möglich, das auch ohne, wie sagt man, Second Guesses, also ohne Zweifel, in Zukunft weiter anzuwenden. Wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, dass es das jetzt mal funktioniert, dann es wird immer funktionieren, dann sind wir ganz schnell wieder bei etwas, was man aus der Trading-Psychologie oder generell aus dem Bereich der Behavioral Economics, Behavioral Finance als sogenannte Verfügbarkeitsheuristik eben erkennt, nämlich perfekt beschrieben nochmal in diesem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, wo ich den Link schon eingestellt habe. Ja, also das, wie gesagt, nochmal so abschließend. Und ich schaue jetzt mal kurz, ob ich jetzt alle Fragen habe. Okay, also ich hoffe, dass die Frage von Jan-Peter, dass die beantwortet ist, hinsichtlich des Management des Trades. Also aktuell ist es so, ich werde natürlich, das muss man jetzt auch dazu sagen, ich werde natürlich jetzt die Price Action verfolgen und sollten wir jetzt nicht die 27 erreichen, sondern sollten wir von dort jetzt kehrt machen und wieder in den Bereich dieses Trigger-Levels laufen, dann wird wahrscheinlich dennoch ein Break-Even-Stop-Out meinerseits stattfinden. Also ich würde den Trade dann Break-Even rausnehmen, weil wenn der Markt kurzzeitig mal in dieses Squeeze auf der Oberseite geht, dann es aber nicht schafft, weiter Momentum aufzunehmen, aus welchen Gründen auch immer,
Dann muss ich ganz klar natürlich mir schon die Frage stellen, wenn ich den Markt 100 Punkte in meine Richtung laufen lasse, kann ich den dann nochmal 100, 120 Punkte gegen mich laufen lassen, vielleicht sogar einen Verlust-Trade generieren? Die Antwort ist nein. Also dafür bin ich auch nicht zu haben. Also das wird nicht passieren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, jetzt weiteres Stop-Management erstmal dahingehend, dass ich den Stop auf Break-Even nachziehe und dann den Markt sich entwickeln lasse. Vielleicht ist das heute ja der Beginn einer stark trendigen Bewegung. Ich glaube, ein zu aggressives Exit-Management über einen 5-Minuten-Supertrend zum Beispiel, es wäre zu viel des Guten. Also ich würde mir jetzt ehrlich gesagt, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich mir wünschen, erstmal, wie gesagt, dass ich das Risiko rausbekomme nach dieser Herangehensweise, laufen auf die 27. Dann haben wir die 100 Punkte verdient, haben jetzt schon fast verdient, ziehen den Stop dann auf Break-Even nach. Dann würde ich mir wünschen, dass wir auf hohem Niveau konsolidieren, dann in den US-Markt gehen, 14 Uhr, Entschuldigung, 15:30 Uhr, hoffen, dass da auch nochmal Käufer in den Markt kommen, dass die in diesem dünnen Umfeld den DAX auch weiter schieben und dass unterm Strich eben ein schöner Profit dann bleibt, der vielleicht sogar noch getragen wird von einem zweiten Trade, der dann da, übrigens jetzt ein Sell-Stop, wir sehen, der ist geswitcht. Ja, der dann auch noch im Euro-Yen auf den Weg gebracht wird, aber wo zum Beispiel auch die derzeit alles andere als sehr dynamische Bewegung eben darstellen. So, das wäre es meinerseits gewesen. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns wieder kommende Woche Freitag mit einem Live-Trading der Non-Farm Payrolls. Das nächste Live-Trading hier an dieser Stelle wird Ende August stattfinden. Ich werde in der Zwischenzeit natürlich das Konto weiter handeln und wir werden dann hoffentlich eine zumindest teilweise Aufholung, ein teilweise Aufholen des bisherigen Verlustes erreichen können, ja, den ich dann präsentieren kann. Wir werden auch diese Gedanken, die ich hier zum grob präsentiert habe, zu dieser Mean Reversion Herangehensweise. Kurz noch einen Blick, wo habe ich die jetzt hingeschrieben? Was hier? Ja, werden wir uns natürlich auch nochmal anschauen, dann für den Euro-japanischen Yen. Wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass die nächsten 3, 4 Wochen im Euro-Yen sich ein bisschen besser darstellen. Aktuell laufen wir massiv unter dem, was eigentlich langfristig zu erwarten wäre oder zu erwarten ist. Und ja, soweit sei es das meinerseits gewesen. Also, happy trading, passt auf eure Stops auf und wir hören uns auf jeden Fall spätestens kommende Woche Freitag dann zum Tickmill NFP Live Trading wieder. Und das war's meinerseits. Also habt euch gut, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.